lasse mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pignica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Lass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pignica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Es ist nicht immer leicht, gegen tiefstehenden Gegner zu agieren. Wir haben uns das vorgenommen, das machen wir auch über 90 Minuten. Es ist immer etwas einfacher, nur zu reagieren. Dann kann es durchaus mal sein, dass ich mir Torchancen erspiele. Aber wie beharrlich meine Mannschaft daran geblieben ist, weiter zu nach vorne zu spielen, sich Situationen zu kreieren, ist unglaublich gut. Und sie waren bis zum Schluss überzeugt, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und von daher mache ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment, dass sie es bis zum Ende durchgezogen haben. Und wie gesagt, es ist nicht leicht, gegen tiefstehenden Gegner zu spielen. Aber wir sind dran, das ständig besser zu machen. Wir müssen mehr Tempo reinbringen ins Spiel. Das hatten wir in der ersten Halbzeit nicht. Darum haben wir dem Gegner auch gewisse Dinge überlassen. Aber sobald wir Tempo reinbringen, glaube ich, dass es unheimlich schwer ist, gegen uns zu spielen. Tim Walter analysiert den knappen Heimerfolg gegen St. Pauli nahezu perfekt. Trotzdem haben wir noch Redebedarf und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, ich habe gesehen, du kannst inzwischen auch wieder Tempo aufnehmen. Du hast an diesem Wochenende mal wieder einen längeren Lauf absolviert. Habe ich das richtig auf Twitter mitverfolgt? Ja, länger nicht wirklich, aber ich bin mal wieder gelaufen. Ich hatte ja jetzt tatsächlich knapp 20 Tage Probleme mit meinem Fuß, der irgendwie kaputt war und konnte nicht laufen. Also ich habe es dann Klumpfuß genannt, der war geschwollen und tat weh und mittlerweile geht's wieder. Ich habe dann das kompensiert mit längeren Radfahrten, aber ich bin tatsächlich gestern zum ersten Mal seit 2,5 Wochen wieder gelaufen, aber nicht länger. Es waren wirklich nur 6 Kilometer. Ja, für den einen oder anderen ist das schon relativ viel. Also von daher. Ja, aber selbst Santi Ascacibar lag darüber. Also, das war ja eine Halbzeit. Das war ja gestern und auch heute die große Erkenntnis, dass Santi Ascacibar 13 oder über 13 Kilometer gelaufen ist im Spiel gegen St. Pauli, ohne jetzt schon auf die Analyse vorweggreifen zu wollen, sind das natürlich beeindruckende Werte unseres Argentiniers. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er es noch länger schafft oder beziehungsweise noch mehr Kilometer abspulen kann, wenn man ihn nur lassen würde. Denn mir ist aufgefallen, dass er wirklich nach Abpfiff nicht wie viele andere zu Boden sinkt oder ja sich erstmal so in die Hocke begibt, sondern am liebsten würde der Lauf direkt auslaufen oder einfach weiterlaufen, grundsätzlich weiterlaufen. Also das ist jemand, den kriegt man kaum unter Kontrolle. Sobald er auf dem Rasen steht, kann er nicht mehr stillstehen, hat man das Gefühl. Ja, ich bin übrigens, oder anders gesagt, ich würde gerne mal wissen, wie viele Schritte der eigentlich pro Spiel zurücklegt, weil
Er ist ja etwas kleiner und ich gehe mal davon aus, dass er für die 13 Kilometer deutlich mehr Schritte benötigt, als er zum Beispiel so ein Sascha Kalajdzic oder so. Ja, also es könnte sein, dass er auch, was Schrittwerte angeht, einfach ganz neue Maßstäbe auf dem Fußballplatz setzt. Vielleicht kann da jemand nachhelfen, wenn es irgendwo Schrittstatistiken gibt für Fußballspiele. Sebastian, hättest du da auch Interesse? Ja, absolut. Ich bin ja großer Statistikfan, gerade was Laufen angeht und Frequenz und Schrittlänge und so weiter. Und er kann halt jetzt nicht, also wahrscheinlich, wenn Mario Gomez einen Schritt macht, muss er ja anderthalb machen. Und dann in Anbetracht der Kilometerleistung, da wird er schon eine relativ gute Schrittfrequenz haben. Also das glaube ich auch. Also ich freue mich, sollte es da Rückmeldung eurerseits geben. Es gibt ja jetzt die STR-Mailbox, zu der wir später kommen, aber ich kann die Nummer ja schon mal durchsagen, falls der ein oder andere jetzt gerade vor seinem Empfangsgerät sitzt und sich denkt, Mensch, da hätte ich ja was, ruf doch einfach an. Bei der STR-Mailbox, wie gesagt, nachher erzähle ich noch ein bisschen was, aber hier die Telefonnummer 0711 für Stuttgart, 25 28 89 18. Ja, später mehr dazu. So, jetzt wollen wir natürlich erstmal so ein bisschen über das vergangene Spiel gegen den FC St. Pauli sprechen, das dann doch etwas nervenaufreibender war, als wir uns das gewünscht haben, aber vielleicht auch ein bisschen so zu erwarten war. Also, der VfB Stuttgart spielt 493 erfolgreiche Pässe, damit 317 mehr als der FC St. Pauli, hatte mit 89% eine starke Passquote, 68% Ballbesitz, gewann 54% der Zweikämpfe. Trotzdem wirkte der VfB am Samstag irgendwie langsam, ideenlos und zumindest in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen harmlos. War das für dich schon etwas erschreckend, was du da in den ersten 45 Minuten, hauptsächlich in den ersten 45 Minuten mit ansehen musstest, lieber Sebastian? Erschreckend, weiß ich nicht. Aber ja, doch, vielleicht war es ein bisschen erschreckend, weil wenn du mir jetzt erste Halbzeiten eingespielt hättest aus der letzten Rückrunde und jetzt aus der Hinrunde, ich finde schon, es hätte auch so ein bisschen Weinzierl-Ära gepasst. Also ich fand es doch erschreckend ideenlos einfach. Und auch gerade so im Vergleich zum ersten Heimspiel gegen Hannover 96, da war die erste Halbzeit ja auch jetzt nicht nur gut, aber man hat ja gesehen, der VfB hat Ideen, der VfB hat Tempo, die Spieler wissen genau, wo der Ball hin soll. Es hat nicht immer geklappt, aber sie wussten, wo der Ball hin soll. Und genau das Gefühl hatte ich jetzt gegen St. Pauli in der ersten Halbzeit nur bedingt. Also da gab es für mich schon wieder diese typischen VfB-Symptome wie in der letzten Rückrunde, dass der ballführende Spieler nicht unbedingt weiß, wo der Ball jetzt hin soll. Ja, also Tempo wird uns heute mit Sicherheit noch ein paar Mal beschäftigen, da gebe ich dir absolut recht, das war so mit das Hauptproblem, wobei ich schon dazu sagen möchte, es war für mich jetzt nicht so sehr die fehlende Sprintgeschwindigkeit irgendwelcher Spieler, sondern es war einfach dieses grundsätzliche Spieltempo, das total gefehlt hat. Das lag zum einen an der Art und Weise, wie Pässe gespielt wurden, aber noch viel mehr, wie die Spieler positioniert waren auf dem Platz. Da fehlte für mich so ein bisschen, ja, der letzte Wille, auch so einen extra Meter laufen zu wollen. Also ja, es fehlte einfach was im Vergleich zum Spiel gegen Hannover. Da merkte man, dass große Teile der Mannschaft sich präsentieren wollen, vielleicht auch der ein oder andere was gut machen will im Vergleich zur letzten Saison. Und jetzt stellte sich schon so eine kleine Zufriedenheit in der ersten Halbzeit ein. Das ist natürlich jetzt eine böse Unterstellung meinerseits, aber du hast ja absolut recht. Das erinnerte halt einfach an diese Lustlosigkeit, die man unter Weinzierl beobachten musste. Und natürlich ist es schwerer, das Spiel machen zu müssen gegen einen Gegner wie den FC St. Pauli. Aber es war ja jetzt nicht so, dass wir ja ständig angelaufen sind und die St. Paulianer hinten reingedrückt haben. Nee, ganz im Gegenteil. Aus meiner Sicht war St. Pauli die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, hatte die klareren Torchancen und hätte eigentlich vielleicht sogar mit 2-0 in Führung liegen müssen zur Halbzeit. Wie gesagt, da können wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte noch ein Thema kurz aufgreifen, weil das fällt mir gerade ein, was auch noch so ein bisschen auf Twitter diskutiert wurde. Und zwar ging es um die Stimmung. Du sitzt ja relativ nah an der Cannstatter Kurve, genauso wie ich. Wir sitzen uns ja gegenüber, haben wir schon thematisiert. Wie kam dir denn die Stimmung vor am vergangenen Samstag zur ungewohnten 13 Uhr Anstoßzeit? Am Anfang natürlich super, ne? Das Stadion war ja, ich glaube offiziell waren 53.000 da, wobei ja die Dauerkarten immer als erschienen auch gelten. Also es waren sicherlich keine 53.000, sondern wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, vielleicht 50.000, 51.000, aber es war gut gefüllt. Stimmung war gut bis zur, wann fiel das Gegentor? 19. 18. Ja, irgendwie so. Ja, so um den Dreh. Ja. Dann war sie nicht mehr ganz so gut, vor allen Dingen, weil das Spiel des VfBs halt, ja,
wie von mir schon gesagt, auch so ein bisschen an die Weinzierl-Ära erinnerte. Und da, also die Stimmung kippte nicht, aber sie wurde schon so ein bisschen nervös, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, dass der VfB gerade wirklich großen Kredit hat. Der Walter VfB, der Hitzlindert VfB hat großen Kredit, wenn sie ihr Ding durchziehen. Aber das, was man in der ersten Halbzeit gegen St. Pauli gesehen hat, war trotz viel Ballbesitz und viel gespielter Pässe und viel gewonnener Zweikämpfe war für mich jetzt nicht das neue Walter VfB-Ding, was wir gegen Hannover und gegen Heidenheim gesehen haben. Das war eher so ein bisschen das, was wir dann auch in Rostock gesehen haben. So ein Stück weit zu zögerlich, nicht ganz so risikobereit, hat mir persönlich nicht gefallen. Und dem Stadion ging es ähnlich, weil die Stimmung ja so ein bisschen nervös war, möchte ich es mal nennen. Also war es bei dir nicht so in der Umgebung, dass die Leute dann schon relativ früh unzufrieden waren mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen? Also wurde da nicht häufiger mal gesagt, Mensch, muss er auch mal eine Flanke reinschlagen oder sowas, weil das war bei mir dann relativ präsent. Nee, also dieses komplette Unverständnis, wie noch am ersten Spieltag, wo es dann hieß, warum spielt denn der neue Keeper jetzt schon wieder kurz, er soll die Bälle doch lang schlagen oder warum spielen sie die Ecke jetzt kurz, ne? Das gab's nicht. Also in meinem direkten Umfeld, ich habe ja hinter mir diesen einen Herrn mit der ganz markanten Stimme, der halt Chaoten immer da reingeifert und so. Also die hatten sich so ein bisschen auf Holger Badstuber eingeschossen. In der ersten Halbzeit. Moment, in negativer Sicht mehr. Oder? Wie bitte? Negativ, also. Ja, negativ eingeschossen, ja. Okay. Weil, ja, also, man muss ja sagen, ein Stück weit haben sie recht. Wenn man ihn von der Tribüne übers Feld laufen sieht, dann sieht das halt jetzt nicht wirklich geschmeidig aus, ne? Das sieht alles ein bisschen eckig aus und, da haben sie schon recht, keine Frage. Er hat natürlich trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Aber sie hätten sich ein bisschen auf Badstuber eingeschossen, dass er zu langsam, zu alt, zu verletzungsanfällig, zu was auch immer ist. Aber jetzt so fundamentale Kritik am VfB in der ersten Halbzeit gab es ehrlicherweise nicht. Was ja auch dann wieder dafür spricht, dass der VfB sich jetzt schon so ein bisschen Kredit verschafft hat, auch im schwierigen Umfeld in Block 47. Ja, also ich kann jetzt sagen, das schwierige Umfeld ist definitiv im Block 16 zu Hause. Da ging es eigentlich schon ab der vierten Minute los mit Rummeckerei, wie jetzt da hier gerade gespielt wird. Und da muss man doch, man muss doch mal eine Flanke schlagen, was der Scheiß eigentlich soll, ja immer mit diesem Hin- und Her-Geschiebe. Das gibt's doch gar nicht. Die spielen mutlos. Da passiert ja überhaupt nichts. Also das war das, was ich um mich herum ständig hören durfte. Und ja, zur Halbzeit hörte ich dann auch ein gellendes Pfeifkonzert. Ich habe dann später, als ich mir das Spiel nachträglich im Fernsehen angeschaut habe, ja, gehört, dass es nicht so laut war, wie ich es wahrgenommen habe. Aber bei mir, das muss aber dein Block gewesen sein, der gepfiffen hat. Das war Wahnsinn. Also im Block 47 war es still und ich glaube auch die Kanzler Kurve hat nicht gepfiffen, oder? Ja, man hört es leicht, wenn man sich, wie gesagt, das Spiel nochmal im Real Life anguckt. Aber bei mir war es halt richtig extrem laut. Aber das scheint dann wirklich dieses Haupttribünenphänomen zu sein. Mhm. Das hat mich auch tierisch genervt, weil keiner kapiert hat, oder anders, eine Menge Leute um mich herum haben überhaupt keine Ahnung, wie A weiter Fußball spielt und vor allen Dingen, wie schwer es dann natürlich auch ist gegen eine Mannschaft, die wirklich hier einfach nur verteidigen möchte und dann natürlich auch mit dieser frühen Führung ja die perfekten Voraussetzungen geschaffen hat, um eben nicht selber jetzt großartig das Spiel machen zu müssen, ja, wie schwer das ist, gegen so eine Mannschaft aufzuspielen. Und ja, diese Weitsicht oder Einsicht, die fehlte mir dann doch schon ein bisschen, zumindest in meinem Umfeld, so muss ich das sagen. Also da kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld des ein oder anderen Fans wünschen. Aber eine andere Stimmung ist mir auch nicht ganz so gut aufgefallen, also fand ich etwas schwächer als sonst, ohne jetzt hier die Kurve groß kritisieren zu wollen, hatte ich insgesamt das Gefühl, dass wir diesmal nicht ganz so viel Druck, ins Stadion gesteckt haben. Also es wirkte etwas ruhiger, zurückhaltender. Das ist dir nicht aufgefallen? Nee. Das gibt's ja gar nicht. Also es liegt wirklich an meinem Blog. Also es scheint da wirklich Störgeräusche oder sowas zu geben, die mich komplett rausnehmen aus dieser Fanzone, in der ich sonst eigentlich bin und das alles schön beobachte und auch abfeiere. Das gibt's ja nicht. Also ich fand, die Kurve war präsent wie immer, genauso laut, genauso leise. Nein, leise sind sie nie, aber genauso laut wie immer und haben ihr Ding gemacht und haben es gut gemacht und
Nee, das war nicht gut. Also jetzt natürlich, aber ich habe auch als Referenz jetzt in der Saison hast du das Spiel gegen Hannover, was ja dann schon ein spezielles war, mit einem relativ frühen Führungstor, dann dem Eigentor von Avuca, der dann halt von der Kurve gefeiert wird, sorry, und dann halt hinterher noch der roten Karte im gelben Five-Konzert und dann noch gewonnen. Also das war ja schon ein spezielles Spiel einfach. Und das war jetzt dann am Samstag halt dann schon irgendwie ein gewöhnliches Heimspiel. Aber ich fand jetzt nicht, dass die Kurve irgendwie zurückhaltend war oder leiser als sonst oder so. Das, nö. Und damit jetzt hier niemand sich auf den Schlips getreten fühlt, also wenn ich die Kurve irgendwie, ja, die Lautstärke abspreche, dann gilt das eigentlich eher für den Oberrang oder so. Weil ich weiß natürlich, unten im Stehplatzbereich, da ist eigentlich die Stimmung immer grandios. Das kann man auch hervorragend sehen von meinem Platz, von deinem ja auch. Da ist eigentlich immer Party, egal was, egal wann und ja, egal wo, kann man fast schon sagen. Also wo meine ich jetzt im Bereich dieser Kurve. Aber der Oberrang oder der Mittelrang, der ist natürlich hier und da mal etwas leiser, wenn dann vielleicht auch nicht so viele Dauerkarten Inhaber vor Ort sind, weil halt eben gerade Ferienzeit ist. Also vielleicht habe ich es wirklich falsch wahrgenommen, aber ich hatte so insgesamt das Gefühl, das hätte doch ein bisschen lauter sein dürfen. Aber sei es drum. Also insgesamt war ich natürlich wie immer mehr als zufrieden und habe mich zu Hause gefühlt in unserem wunderschönen Stadion. Ja, so. Jetzt aber zum Spiel. Und das war aufreibend, nervenaufreibend und gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig spannend. Was habe ich so hauptsächlich mitgenommen aus diesem Spiel, ohne jetzt wieder zu ewig über das Ganze schwadronieren zu wollen? Wir haben wieder viel geflankt, das ist mir aufgefallen. 26-12 Flanken wurden geschlagen, also lass uns jetzt mal nur auf unsere Offensivbemühungen schauen. 15% von diesen 26 Flanken haben einen Abnehmer gefunden. Da kann man sich natürlich fragen, warum so viele Flanken? Also das ist natürlich schon auffallend. Aber 15% von 26 ja. Flanken kamen an, also drei. Ja, es ist halt, es bringt halt nicht viel. Und davon ist halt eine reingegangen. Ja. Ja. Grüße an Max vom Rasenfunk, der das immer predigt halt. Ne? Ja, also 26 Flanken klingt gut, aber wenn halt 15% ankommen, sind es halt genau drei, von denen man in der Regel halt dann keine einzige irgendwie aufs Tor bringt. Ja, und das ist halt das Problem. Du verlierst dann den Ball und es ist ja auch aus so einer Situation, also als wir praktisch dann den Ball verloren haben, St. Pauli kriegt den Abschlag, da ist ja eben dann auch das Gegentor entstanden. So, man ist weit aufgerückt und mit einem weit abschlagenden Torhüter hast du die Möglichkeit, zumindest mal eine, wenn nicht sogar zwei Reihen zu überspielen. Also bin ich dann schon eher der Freund des waldrischen Fußballs, um das mal so auszudrücken. Lieber Kontrolle, lieber nochmal einen Pass zurück oder quer, als halt einfach so eine blöde Flanke. Wobei natürlich Borna Sosa mir in der 19. Minute jetzt ganz schön in die Parade grätscht, weil genau da natürlich so eine Halbfeldflanke die Entscheidung brachte. Aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Das ist mir aufgefallen, wie gesagt, mit den Flanken. Das wollte ich unbedingt mal ansprechen. Torschüsse haben wir uns wieder ein bisschen gesteigert. Das will ich auch noch mit erwähnen, weil das war ja so ein kleiner Kritikpunkt im Spiel gegen Rostock, dass wir da viel zu wenig Möglichkeiten uns erarbeitet haben, überhaupt mal zum Torerfolg zu kommen. Diesmal kommen wir immerhin auf 17 Schüsse, 5 davon gehen direkt aufs Tor. Und was ich noch interessant finde, von diesen 17 Schüssen wurden 10 innerhalb des Strafraums abgegeben. Das ist ja auch immer wichtig, dass du halt dich dann in den Strafraum vorarbeiten kannst, gerade bei dem System Walter. Da hörte ich in den letzten Wochen dann auch immer mal wieder, das sieht ja bis zum Strafraum alles ganz gut aus, aber dann fehlt der entscheidende Pass. Der entscheidende Pass kam dann und wann schon an. Wir hatten Abschlüsse innerhalb des Strafraums, aber ja, die waren halt entweder zu deplatziert oder irgendein Bein eines Kiezkickers, wie es ja so schön heißt. Kiezkultkicker, genau. Ja, oh, das ist sowieso auffällig, was das für ein Kult ist da um diesen Verein. Toll. Naja gut, ich möchte jetzt hier nicht nachtreten oder so. Ich finde den Verein, ich fand den Verein, so muss ich sagen, lange sehr sympathisch, aber das ist wie mit so vielen Sachen, wenn es dann irgendwann so ein Mainstream-Phänomen wird, dann ja, dann fehlt dieses Ruffe irgendwie, das bröcke dann so nach und nach. Also diese Hells-Bells-Atmosphäre in dem abgerockten Stadion, die ist natürlich immer noch da und ist immer noch cool, aber du hast natürlich inzwischen ja schon auch das Gefühl, dass St. Pauli so eine Lebenseinstellung verkörpert fast schon. Und wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also es kommt mir halt so vor, als ob viele Leute da einfach hingehen, weil es halt en vogue ist oder halt einfach gerade angesagt. So. Und ja, absolut. Ich meine, trotzdem spiele ich lieber gegen St. Pauli als gegen Hansa Rostock. Na klar, so mit Kiez und Kult und Antikommerz und so weiter. Ja, ein bisschen konstruiert. Also das ist einer der best
vermarktesten Vereine der Welt. Ist halt so, man muss das deswegen ja nicht blöd finden, aber muss halt alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen einfach. Aber es war ja trotzdem ein nettes Heimspiel mit einer coolen, mit einem coolen Gästeblock, fand ich, die auch Stimmung gemacht haben. Also insofern alles okay. Und wenn dann halt vereinzelte Stimmen hinterher auf Twitter laut werden, die Stuttgart ganz, ganz blöd finden, muss man sagen, ja, dann ist es halt so. Ja, also da kann ich auch mit leben. Gut, lass uns so ein bisschen durchs Spiel cruisen. Und es ging ja wirklich direkt schon wie die Feuerwehr los. In der zweiten Minute hätten wir schon in Rückstand geraten können. Ja, jetzt werden viele aufhorchen, weil den meisten wird natürlich noch die Castro-Chance im Gedächtnis stecken. Da kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Aber St. Pauli hat eigentlich wirklich in dieser zweiten Minute schon gezeigt, was uns ja einfach blüht, wenn wir nicht konzentriert verteidigen. Es ging nämlich damit los, dass St. Pauli an der eigenen Eckfahne einen Ball von Al-Ghadoui, der übrigens nicht den besten Tag erwischte, erobern konnte. Und dann hat der sehr, sehr gute, fast schon überragende Conte einfach super geschaltet, hat mit einer Hacke einen Pass auf Mats Müller-Daly gespielt, der auch eine sehr gute Partie absolviert hat. Und ich glaube, dann kommen wir zu der Szene, die vielleicht deinem Hintersitzer so ein bisschen negativ aufgestoßen ist von Holger Badstuber, der dann versucht, gegen Diamantakos einfach einen Zweikampf zu gewinnen. Das sah wirklich etwas ungelenk aus. Also ich habe mir das mehrfach angeschaut. Ich weiß auch nicht, was er davor gehabt hat. Er stand einfach falsch. Es sieht einfach sehr, sehr ungeschickt aus, um es mal so auszudrücken. Und Diamantakos spielt den Ball weiter auf Conte. Der ist an der Grundlinie unten. Und wenn er jetzt ein besseres Zuspiel auf Diamantakos, wenn ihm das gelingen würde, ja, dann sehen wir hier wahrscheinlich schon das 0-1 aus unserer Sicht. Und noch schlimmer wäre es gewesen, wenn Conte den mitgelaufenen Langford erblickt hätte, der völlig frei vom 16er stand. Also da bin ich wirklich fast aus allen Wolken gefallen, weil im Stadion ist mir das gar nicht so sehr aufgefallen. Aber da fehlte komplett die Rückraumabsicherung, auch etwas, was wir vor allem in der Rückrunde häufiger beobachten durften, dass man direkt vorm Tor relativ gut steht, beziehungsweise eng steht, aber wenn dann ein Ball abgewehrt wird, im Rückraum einfach die Gegenspieler machen können, was sie wollen. Und das hätte uns hier blühen können schon nach 2 Minuten. Gott sei Dank hat Conte den guten Langford übersehen und wir bekamen dann die nächste große Gelegenheit. Da mache ich jetzt einfach gleich mal weiter, Sebastian, weil das war für mich so mit... Nur zu. Du hast das Spiel wahrscheinlich wieder 3-mal am Stück gesehen, oder? Ich habe heute nochmal Urlaub gehabt. Weil ich habe tatsächlich nur live gesehen, nochmal die Zusammenfassung und mir noch so ein paar entscheidende Szenen nochmal angeguckt. Aber ich dachte, dass du wieder der Mann bist für die In-Depth-Analyse. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe meine neue Sky-Box, die ich jetzt hier bekommen habe, habe ich dann direkt mal einfach ausgenutzt dieses Wochenende und habe alles Mögliche aufgenommen, was nur mit Fußball zu tun hatte. Und das habe ich dann jetzt die ganzen Nächte mir mal angeschaut und natürlich auch mehrfach das VfB-Spiel. Ich gebe es dazu. Und der hat sich nicht wegen Überhitzung abgeschaltet oder so? Noch nicht, nee. Okay. Es war jetzt nicht ganz so warm, wobei gestern am Sonntag war es warm, aber da war ich ja dann beim Spiel der zweiten Mannschaft. Also kann ich nachher auch noch was erzählen. Er hat noch einen Fieldtrip gemacht. Ja, da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, also. Aber jetzt zurück in die zweite Minute. Genau, wir sind jetzt schon in der zweiten Minute. Schon. Kommt zur großen Chance des Gonzalo Castro, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwertend, selbst du oder ich reingemacht hätte. Die Davi spielt wirklich einen herrlichen Steckpass auf Santiago Ascasibar in den Strafraum. Der bedient Castro perfekt im Strafraumzentrum und der setzt dann halt einfach einen ganz, ganz schlechten Kopfball. Also es ist halt einfach fast nicht nachvollziehbar, wie man diese Chance nicht reinmachen kann. Wie hast du diese große Möglichkeit miterlebt von deinem Platz aus? Also ich als jemand, der ungefähr das gleiche Gardemaß hat wie Gonzalo Castro, kann sehr wohl verstehen, wie man diesen Kopfball nicht aufs Tor bringen kann, weil ich weiß nicht, von wo köpft er? 11 Meter, 12 Meter oder nee, so? Nee, das war viel näher dran. So, also echt noch der? Aber, 8 Meter oder so. Ja, natürlich, er muss ihn machen, aber man hat auch schon bessere Chancen sehen, die nicht verwandelt wurden. Ja, natürlich muss er machen, aber ist Gonzalo Castro ein Kopfballmonster? Nee, ist er nicht. Vorher alles gut gemacht. Er ist halt dann irgendwie eigentlich der falsche Spieler am richtigen Punkt, zur richtigen Zeit. Aber ist halt einfach nicht der, die Dinger macht halt. Ne? Aber klar, eigentlich muss er machen. Und natürlich, alte Leier, wenn er in der zweiten Minute die 1-0-Führung für den VfB macht, dann läuft das Spiel ganz anders. Ja, aber er macht sie nicht. Was mir in dem Spiel aufgefallen ist, und ich habe gerade durch deine Shownotes gescrollt, und ich glaube, der Punkt kommt dann
erstaunlicherweise nicht mehr, dass Santi Ascasibar tatsächlich zum Vorbereiter wird, ne? Weil der Ball war perfekt für Gonzalo Castro vorbereitet und auch in der ersten Halbzeit war es dann, glaube ich, gab es dann auch diesen supergeilen Chip auf Mario Gomez. Das ist mir wirklich offensichtlich entgangen. Wer weiß, was mich da gerade abgelenkt hat oder so. Okay. Kann natürlich sein, dass ich da nicht drin ist. Oder ich habe mich jetzt komplett im Spiel vertan. Ich glaube aber nicht. Aber er wird zum Vorlagengeber. Ne? Also da reden wir vielleicht später auch noch drüber, dass er als rechter Mittelfeldspieler vielleicht nicht ideal eingesetzt wird. Aber man merkt, er wächst in die Rolle rein. Er wird immer offensiver, er hat Torchancen, die er bislang noch nicht reinmacht, und er macht auch den einen oder anderen Assist, also ja, wenn er verwandelt werden würde. Also es wird so langsam. Ich möchte Santiago Ascasibar hier nicht irgendwie das Können absprechen, Fußball spielen zu können. Nein, auch gar nicht, aber ist die Frage, was kann er besser? Und bislang dachte man, naja, er ist besser in einer Position aufgehoben, wo er halt irgendwie das Spiel des Gegners zerstört, Bälle gewinnt und dann an jemand abspielt, der halt dann für den eigenen Offensivaufbau nützlich ist. Aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass auch er fürs Offensivspiel eine Hilfe sein kann, weil er gute Bälle auf die Leute spielt, die dann halt Tore schießen können. Absolut, das ist ihm ein paar Mal gelungen. Aber was mir so auffällt, ist, mich beschleicht das Gefühl, ob vielleicht Santiago Ascasibar auf dem Platz jetzt mehr nachdenkt als früher. Ja, also vieles, was er sonst so gezeigt hat, definierte sich ja über Kampf und Einsatz und eben seine Zweikampfstärke. Und jetzt muss er natürlich, wie du ja richtig gesagt hast, auch mal einen geschickten Ball oder eine Flanke spielen, gute Pässe spielen, richtig laufen und dann vielleicht auch mal eine Offensivaktion abschließen. Und wir haben ja vorhin schon darüber so ein bisschen gerätselt, wie der eigentlich diese 13 Kilometer abspulen kann. Und ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht auch mit ein Grund sein kann, warum er manchmal ja beim Torabschluss dann doch etwas unkonzentriert wirkt und der ein oder andere Pass nicht so 100% ankommt, weil ja irgendwo muss er ja die Körner auch hernehmen für diese 13 Kilometer, also für die hohe Laufarbeit. Und irgendwo könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann vielleicht eben dann geistig nicht so fit ist in diesen Momenten, wenn er abschließen muss, wenn er geschickte Zuspiele spielen muss, dass ihm deswegen so ein bisschen noch was abgeht. Also es ist einfach für mich, es reicht nicht ganz für einen richtig starken rechten Mittelfeldspieler. Ich finde, Santiago Ascasibar bereichert jedes Spiel, aber als rechter Mittelfeldspieler, ich weiß nicht, ob mir das ausreicht. Ja, ich kann mich da noch nicht richtig durchringen zu einer endgültigen Entscheidung, weil ich möchte ihn halt auf dem Platz sehen. Aber ich weiß nicht so 100%, wie man jetzt da rausnehmen sollte. Weil ich glaube nicht, dass er die Rolle von Carazor besser ausfüllen kann, als er das aktuell tut. Da werden wir nachher vielleicht auch noch drüber sprechen. Genau, ich wollte sagen, nach dem Auftritt von Carazor jetzt gegen St. Pauli, ist das diskutabel auf jeden Fall. Ja, also das ist mit Sicherheit zu diskutieren, ob das so viel Sinn macht, Carazor jetzt mit allen Mitteln Spiel für Spiel durchzudrücken und ihn immer wieder aufzustellen, wenn man merkt, okay, er hat hier und da Probleme. Also was halt extrem auffällt bei Carazor, um das schon vorwegzunehmen, dass ihm so ein Stück weit diese Pressing-Resistenz fehlt, die zum Beispiel natürlich ein Orel Mangala absolut auszeichnet. Also immer wenn Carazor, ja, ich sag mal, aggressiv angelaufen wird, dann gerät er ein Stück weit in Hektik und spielt dann auch häufig mal einen schlampigen Ball. Auf der anderen Seite hat er, ich weiß gar nicht wann das war, kurz vor Schluss nochmal einen genialen Pass gespielt, der natürlich dann vielleicht eigentlich schon ja zum Tor hätte führen müssen. Müssen wir nachher nochmal über meine Notizen gehen, irgendwann habe ich mir das notiert. Aber insgesamt ist es halt einfach, oder fällt es auf, dass Carazor mit diesem enormen Druck, der da natürlich jetzt aufs Mittelfeld ausgeübt wird von den Gegnern, nicht ganz so gut zurechtkommt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber siehst du da jetzt... Und halt auch mit dem Druck, den er schon so ein Stück weit von seinem Trainer und von den Medien bekommt, als, wie wurde er betitelt, als Balance-Spieler, als Unterschiedsspieler. Und das Metronom, hat der gute Phil Meisel gesagt. Ja, also ich denke, er kann die Rolle ausfüllen, aber vielleicht kann er das halt noch nicht am dritten Spieltag. Ne? Also, ja, das ist hier halt Stuttgart und nicht Kiel. Du bist halt in jedem Spiel Favorit. Die Gegner stehen dir auf den Füßen. Du hast Druck ohne Ende. Da muss halt auch ein Carazor reinwachsen. Und ich denke, die Rolle, die ihm Tim Walter in Kiel gegeben hatte und auch hier zugedacht hat, die kann er sicherlich ausfüllen, aber vielleicht noch nicht über 90 Minuten an jedem Spieltag. Da muss man halt dann ein bisschen abwarten.
Und da bin ich mal gespannt, wie Walter da reagiert, ne? Also setzt er dann ganz dogmatisch auf Karasor oder sagt, okay, wir sind flexibel und jetzt ändert er mal was. Also das wird sich jetzt zeigen, weil ganz klar ist ja auch, das Spiel gegen St. Pauli war ja so ein bisschen eine Blaupause, wie andere Spiele auch laufen werden, jetzt gleich am Freitag wieder gegen Aue. Die werden genauso hinten drin stehen und mit langen Bällen operieren und genauso ihr Glück versuchen wie gegen St. Pauli, so wie vermutlich 15 oder 16 andere Gegner in der Liga auch. Und darauf muss man sich einstellen. Ja, und dazu kommt, dass ich Aue offensiv etwas stärker sehe als St. Pauli, überraschenderweise zumindest in den jetzt ja drei absolvierten Spielen mit DFB-Pokal 4. Das wird schon interessant zu sehen sein, wie wir uns da dann aus der Affäre stehlen können. Denn eins ist klar, wenn die vergleichbare Torchancen bekommen wie St. Pauli jetzt am Samstag, dann kann ich mir vorstellen, dass wir ein bisschen mehr als zwei Tore schießen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Aber ich möchte noch eine Szene kurz aufgreifen, die für mich so ein bisschen sinnbildlich war für ja Probleme, die Santi hatte, Probleme, die Karasor hatte und auch andere Spieler. Und zwar gab es diese Szene in der 6. Minute, das spielt Daniel Didavi eigentlich einen guten Ball auf Santiago Ascasibar, der kommt dem Ball und seinem Mitspieler dann nicht entgegen. Das ist so dieser letzte Biss, den ich dann so ein bisschen vermisst habe in der ersten Halbzeit. Also man wartet praktisch immer, bis der Ball zu einem kommt, denkt vielleicht auch schon eine Aktion weiter, ist mit dem Kopf schon beim Abschluss oder beim nächsten Abspiel. Und da fehlt mir einfach noch so diese Bereitschaft, dann nochmal den Schritt mehr zu machen und sich vielleicht dann auch Zeit für die Aktion an sich zu nehmen, also einen Schritt vor dem anderen zu machen, so muss man es ja sagen. Weil Santi Ascasibar kannst du ja definitiv nicht Einsatzwillen absprechen, ja, also der ist ja nicht so faul. Also diesen extra Schritt, den macht er ja immer, den macht er auch doppelt und dreifach, das ist dann eher so ein Mindset, was dann halt schlampig fehlt, ne? Es ist einfach schlampig, ja, in dem Moment, das ist das, was ich meine, es ist einfach in diesem Moment schlampig zu Ende gespielt oder beziehungsweise weitergespielt in dem Fall. Genau, und vielleicht auch die der Tatsachen schuld, dass er halt in der Rolle, in der er jetzt spielt, halt so im offensiven Aufbauspiel halt auch relativ unerfahren einfach ist, ne, weil das ist eine Situation, die kennt er vielleicht auch gar nicht so, weil er bisher eher so bisschen weiter hinten spielte und dafür da war halt das Aufbauspiel des Gegners kaputt zu machen. Ja, also bei ihm würde ich jetzt auch noch sagen, dass man da vielleicht auch noch mehr Geduld aufbringen muss. Aber bei Karasor hast du diese Schlampigkeiten halt eben auch gesehen und da geht's halt nicht. Also das funktioniert nicht. Dann bin ich einfach ein Fan davon zu sagen, okay, jetzt stabilisieren wir uns erstmal und spielen halt wirklich nur einen Querpass. Auch wenn das natürlich die Leute nervt, aber ja, wenn dann die Aktionen nicht 100% gelingen und das immer wieder und daraus Chancen für den Gegner entstehen, ja, da muss man vielleicht so ein bisschen auch was verändern, muss nicht immer vom Trainer kommen. Ich glaube, das merkt die Mannschaft ja selber. Das haben sie ja auch alle sehr, sehr gut eingeschätzt. Und ich möchte auch dazu sagen, mich störte das am Samstag hauptsächlich in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit, die lief deutlich besser. Aber da erwarte ich mir noch ein bisschen mehr. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, zu Santi Ascasibar, dass er diesmal eigentlich eine noch größere Aufgabe bekommen hat von Tim Walter, weil er war nicht nur rechts im Mittelfeld beheimatet, sondern er durfte, wie schon, ich glaube so ab der 70. Minute in Rostock, auch etwas zentraler spielen, was natürlich dann auch diese hohen Laufwerte erklärt. Also er hatte einfach eine deutlich größere, bei Santi Ascasibar kann man sagen, Spielfläche zur Verfügung und musste die natürlich belaufen. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das dann vielleicht auch das ein oder andere Mal für Lücken sorgt oder eben die falsche Positionierung eines Spielers. Also ich möchte jetzt Santiago Ascasibar hier nicht aus der Startelf reden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, der muss für mich spielen. Absolut. Aber, also wenn der, ich habe es auch schon mal gesagt, glaube, wenn der am 31.08. noch beim VfB unter Vertrag steht, dann hole ich mir sofort ein Trikot mit der Nummer 6 und seinem Namen. Das drauf ist hier also festgehalten. Ja, ist festgehalten. Mach ich sofort. Also nee, ich mag ihn total, weil er hat so viel Einsatz. Finde ich super. Aber was mir auch aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, vor allen Dingen beim Spiel am Samstag, wie unterschiedlich die rechte VfB-Seite zur linken VfB-Seite agiert. Weil du hast schon angesprochen, ne, Ascasibar zog dann auch in die Mitte, spielte dann irgendwie zentral. Und auch Stenzel ist ja teilweise, das hat mich irgendwie in der ersten Halbzeit auch total genervt, ehrlicherweise, mit dem Ball am Fuß von der Rechtsverteidigerposition einmal komplett über den Platz rüber nach links gelaufen und hat dann von da weitergespielt. Und es war dann wirklich dieses schnelle Passspiel, was ich erwartet hatte, wurde dann irgendwie ad absurdum geführt, weil er den Ball wirklich geschleppt hat und das mehrere Male. Und auch Stenzel und Ascasibar haben teilweise dann auch noch die Position getauscht, dass Ascasibar hinter Stenzel spielte.
Und da war relativ viel Fluktuation drin, ohne halt irgendwas zu bringen, während auf der linken Seite ja die Positionen von Sosa und Castro relativ fix waren, ne? Die haben sich nicht groß, die haben sich schon bewegt, aber sie haben ihre Positionen nicht getauscht. Und Ascasiba und Stenzel waren schon relativ viel unterwegs, nach vorne und hinten und auch nach links und rechts, da war einiges geboten, hat halt nichts gebracht und wie gesagt, also das ist mir in der ersten Halbzeit so ein bisschen aufgefallen, dass Pascal Stenzel halt sehr, sehr viel Ballbesitz hatte, weil er den Ball bekam und dann mit dem Ball am Fuß einmal komplett rüber von der rechten auf die linke Seite gelaufen ist, ohne Raumgewinn und dann den Ball wieder kurz weitergespielt hat, wo ich dachte, das habe ich persönlich nicht verstanden, was das jetzt irgendwie bezwecken soll. Es könnte sein, dass das eine taktische Vorgabe war, weil mit Miyachi, ich glaube, so wird er ausgesprochen, ein eigentlicher Rechtsaußen als Rechtsverteidiger für St. Pauli gespielt hat. Und vielleicht hat sich weiter überlegt, okay, da spielt jemand, der zwar schnell ist, aber natürlich defensiv vielleicht nicht ganz so stabil wie ja ein gelernter Rechtsverteidiger. Und dass wir dann halt unsere linke Seite total überlagern und da versuchen, Druck zu erzeugen. Also es könnte sein. Aber mir ist es auch aufgefallen, was du sagst, überhaupt Stenzel, wieder mit einer guten Leistung. Er hat zwar immer wieder ein paar Wackler drin, aber es ist auch enorm schwer für so einen Abwehrspieler, dann natürlich ständig in diesen Umschaltmomenten, dich 2-gegen-2 und 3-gegen-2 Duelle ausgesetzt zu sehen. Also das ist halt einfach schwierig, da ständig zu glänzen. Aber er spielt gute Bälle. Er, antizipiert so oft richtig. Also er ist für mich momentan mit einer der besten Spieler beim VfB Stuttgart. Und auch nicht nur aufgrund dessen, dass wir keinen weiteren gelernten Rechtsverteidiger haben, sondern auch insgesamt nicht wegzudenken aus der Mannschaft. Also das wäre für mich momentan ein Ausfall, mit dem könnte ich nur sehr, sehr schwer umgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Stenzel. Ja, absolut, weil er auch in der ersten Halbzeit einer der präsentesten war. Ne? Also wie gesagt, dieses Ballgeschleppe von rechts nach links hat mir persönlich nichts gegeben, hat mir nicht gefallen. Aber er war sehr, sehr präsent in der ersten Halbzeit. Also gab es dann auch die Davi, der viele Bälle bekommen hat, aber die zwei, gerade auf der rechten Seite, waren für mich die, die in der ersten Halbzeit das VfB-Spiel geprägt haben. In der zweiten Halbzeit war es dann halt irgendwie ein bisschen besser ausgeglichen. Aber er ist schon brutal wichtig, ne? Und wenn man dann bedenkt, dass er als Leihspieler aus Freiburg kommt, wo man denkt, ist das nicht irgendwie, jetzt mal bös gesagt, unter unserer Würde? Nee, ist es nicht, weil er macht da echt einen richtig, richtig guten Job. Und ist ja aktuell vielleicht einer der wenigen im kompletten Kader, die nicht ersetzbar sind. Ne? Also insofern Daumen drücken, dass er fit bleibt. Ja, also Gott sei Dank hat er sich ja nicht allzu schwer verletzt. Stimmt, er musste ausgewechselt werden, aber... Er konnte gar nicht mehr ausgewechselt werden, weil unser... Stimmt, er konnte nicht mehr ausgewechselt werden, aber war angeschlagen, ja. Ja, aber da hieß es schon, nur eine Muskelverhärtung und wird am Dienstag wieder mittrainieren, also das sieht gut aus. Aber ja, also muss man natürlich wirklich ein bisschen aufpassen, dass der sich nicht irgendwie längerfristig verletzt, dann wird es ein Problem geben. Übrigens, Stenzel war es auch, der in der 11. Minute eine richtig gute Chance hatte, vielleicht sogar die beste bis dato. War, glaube ich, so, dass die Davi... so eine verunglückte Sosa-Flanke ablegt auf Stenzel und der dann aus 20 Metern abzieht und der Ball wirklich nur ganz knapp am linken Pfosten vorbeigeht. Also das konnte man auch schön in den Fernsehbildern nochmal sehen. Da hat wirklich nicht viel gefehlt und auch so einer darf dann gerne mal reingehen. Und auch gut zu sehen, dass wir jemanden haben, der als Rechtsverteidiger einen vernünftigen Schuss hat. Ja, haben wir ja letzte Saison dann auch so ein bisschen vermisst. Zum einen, weil Herr Maffeo nicht die Leistungsbereitschaft an den Tag legen konnte, um regelmäßig zu spielen. Und Andy Beck ist nun wirklich kein begnadeter Distanzschütze oder ich glaube auch im Elfmeter oder im 16-Meter-Raum, so ist es richtig, hat er sich noch nicht allzu oft ausgezeichnet als großer Torschütze. Ab und zu passt es mal, aber mehr Zufall ist dann auch so ein Stück weit dabei. Gut, 18. Minute passiert das, was eigentlich auf gar keinen Fall passieren sollte, nämlich, dass wir in Rückstand geraten. Man muss natürlich hier gleich wieder sagen, ich habe, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon den Herrn Conte angesprochen, dass das so mit einer der Highlight-Spieler bei St. Pauli ist. Ganz junger Mann, 19 Jahre alt, den muss man auch weiterhin auf dem Radar haben. Also der hat aus meiner Sicht wirklich eine große Zukunft vor sich. Und warum zeigte er genau in dieser 18. Minute, als er wirklich Bartstuber, Ascasiba und Stenzel richtig alt aussehen lässt und am Ende auch noch Karasor ausspielt. Und ja, das war einfach genial. Und ein Stück weit natürlich auch von uns schlecht verteidigt, aber ich würde jetzt hier eher Conte die Genialität zusprechen wollen. Und Problem, warum es zu diesem Tor kam, war für mich, dass Karasor in diesen Zweikampf mit
mit Conte geht. Das war für mich so das Hauptproblem. Und ich glaube, wenn aus der Abwehrreihe das Kommando in Richtung Karasor gekommen oder ja, gegeben worden wäre, dass er sich jetzt halt eher um den Rückraum kümmern soll, beziehungsweise dann eben um Müller-Daly, der da auch mit aufs Tor zugerannt ist, dann hätte es zu diesem Gegentor absolut nicht kommen müssen. Denn du hast mit drei Leuten, die ich ja gerade aufgezählt habe, Badstuber, Askasiba, Stenzel, genügend Leute um den Mann herum gehabt. Natürlich gab es ja auch noch zwei andere St. Paulianer, die man berücksichtigen musste, aber ja, hier ist halt dann Karasor mir etwas zu ungestüm und unkontrolliert in Richtung Conte aufgebrochen, hat sich leicht ausspielen lassen, muss man einfach so sagen. Conte, ich habe es gerade eben schon gesagt, macht das klasse, legt auf Mats Müller-Daly und ja, der haut das Ding dann einfach in die Maschen. Und ja, das ist halt einfach dann schlecht verteidigt. So einfach ist es. Und so genau, schnell, wobei ich ja fand, dass Askasiba und Badstuber sich da auch so ein bisschen unglücklich in die Quere kommen. Ne? Also ja, wenn, glaube ich, einer nur da gewesen wäre, hätten sie bessere Chancen gehabt, die Hereingabe zu verteidigen. Aber sie sind halt irgendwie beide da und kommen sich ein bisschen in die Quere. Und ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen Zufall, schlechter Zufall. Und dann der Pass rein ist halt super. Und ja, Mats Möller-Deli macht das natürlich total super. Und Kobel sieht jetzt nicht hundertprozentig aus. Also ich glaube, er sieht den Ball halt zu spät, um rechtzeitig runterzukommen. Aber manche haben ja auch gesagt, irgendwie, ja, das sieht halt nicht so ganz gut aus. Aber ich glaube, da hat er in dem Tor, da hat er keine Aktien dran. Ja, ich würde ihm jetzt auch nicht allzu viel Schuld zusprechen. Natürlich, wenn er vielleicht einen richtig guten Tag hat, dann hält er das Ding. Aber ja, die Probleme, die lagen dann eher im Verteidigen und weniger am Tor. Ja, natürlich muss das Ding verteidigt werden. Ich fand, Kobel war auch jetzt so im Vergleich zum Spiel gegen Hannover und in Heidenheim, fand ich ihn jetzt auch gegen St. Pauli nochmal deutlich souveräner, was vielleicht auch dran lag, dass man diese kurzen Abstöße nicht gemacht hat, aber also gerade so im 5-Meter-Raum, 16-Meter-Raum, wenn lange Flanken von St. Pauli reinkamen, da war er ja super souverän, also hat er seine Körpergröße eingesetzt und hat ja die Bälle runtergepflückt, das hat man ja eigentlich seit Jens Lehmann nicht mehr gesehen, das fand ich schon ziemlich spektakulär. Übrigens, weißt du, wen ich gestern im Höhenpark getroffen habe? Jens Lehmann. Kral. Ah, Jens, die wohnen Kral da oben. Ja, die habe ich da getroffen, Familie war unterwegs und ja, haben versucht, schnell noch irgendwie einen trockenen Platz zu finden, als es da so einen kleinen Platzregen gab, also yeah, ein Gewitter. Und dann sind sie da losgerannt, da war aber ja einfach schon alles vollgestellt und dann sind sie weiter im Regen gerannt, also sind nass geworden praktisch. So ganz normale Menschen halt. Ganz normale Menschen. Jens Kral musste sogar das Laufrad seines Sohns selber tragen. Also, niemand will. Nee, aber ich finde, Ogo hätte einfach lieben Gral ist total, total sympathisch. Also, Herr Gral, Frau Gral, die Kinder sind bestimmt auch sympathisch, die kenne ich nicht, aber die beiden kenne ich auch nicht, aber die kommen schon sehr sympathisch rüber. Ja, aber ich freue mich ja immer, wenn ich jemanden treffe. Kann ich ja nachher noch ganz kurz erzählen. Ich habe ja David Krötzinger vor dem Spiel noch kurz treffen können. Aber wenn die Jungs da mit Familie unterwegs sind, dann spreche ich die nicht an. Also das ist für mich, also ja, der auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen. Also das Ding ist ja auch, wenn du jetzt was hättest, ne? Also du gehst halt, Herr Gral, ich wollte immer schon mal wissen, du hast ja eigentlich gar keine Frage, ne? Also ich frage mal, du siehst die und dann gehst du hin. Und was willst du denn von denen? Wenn du jetzt eine valide Frage hättest, klar, dann gehst du hin und fragst das, aber du hast ja eigentlich gar nichts zu sagen, ne? Du kannst sagen, nee, kann ich ein Selfie machen? Aber nee, das ja, eben, willst du halt erleben. Nicht, ne? Und kannst sagen, irgendwie, glaubst du, du spielst am nächsten Spieltag? Nee, also irgendwie schwierig halt, ne? Also, was willst du denen sagen? Das, also bei David Krötzinger habe ich es dann so gemacht, dass ich ihm ein paar Aufkleber... Du hast ihn gefragt, ob er noch wechselt oder nicht? Das ja, aber hauptsächlich habe ich ihn angesprochen, um ihm ein paar Aufkleber in die Hand zu drücken von SDR. Ja, und ich habe gefragt, ob er uns schon kennt. Und dann sagt er, nee, hier steht alles drauf, was man wissen muss. Und hab ihm irgendwie so 10 Aufkleber in die Hand gedrückt und hoffe natürlich, dass er das jetzt in Mannschaftskreisen verteilt. Also alle Aufkleber, im Bus und in der Kabine soll die mal hinbeppen. Genau, ja. Alle Aufkleber, die er jetzt rund um Stadion verteilt sieht, ich war es nicht. Ja, es war der Herr Krötzinger vielleicht, unter Umständen, nein, Spaß beiseite. Aber das würde mich eh mal interessieren, ne? Also die so Spielerverantwortliche, lesen die den Kicker, lesen die Blog? Wahrscheinlich schon. Natürlich lesen die Kicker, ich denke schon, wenn du halt irgendwie mal VfB kickst, dann holst du ja Montagmorgen den Kicker oder kriegst dann halt in den Briefkasten und guckst natürlich sofort, welche Note du hast. Aber mal so abseits der jetzt darf man das sagen, Mainstream-Presse oder ist das schon AfD-Sprech? Also der normalen Presse, ne?
wird da irgendwie, werden da Blogs und Podcasts konsumiert oder nicht und so weiter? Das wäre schon mal interessant zu wissen. Von dem einen oder anderen sicherlich, aber der Großteil wird sich sehr wahrscheinlich mit sich selber beschäftigen. Aber vielleicht kriegen wir das irgendwann mal raus. Also solltet ihr Profispieler einer Bundesliga- oder Zweitligamannschaft sein, meldet euch. Und hört diesen Podcast dann, sprecht uns auf die Mailbox. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ruft ruhig an, die Nummer habe ich ja vorhin schon gesagt, aber für euch mache ich das nochmal. 0711 für Stuttgart, 25 28 89 18. Aber nur, wenn man ja Bundesliga- oder Zweitliga-Erfahrung hat. In dem Fall jetzt. Ja, nachher können natürlich wieder alle anrufen. So, jetzt aber weiter zum Spiel. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten und müssen aber kurz erwähnen, dass es in der 25. Minute nochmal eine große Chance gab für Möller-Daly. Da war es dann so, dass der von uns vorhin gelobte Stenzel den Ball 20 Meter vom gegnerischen Tor verliert und wieder mal Conte mit einer genialen Aktion eine Riesenchance einleitet. Und zwar tunnelt er Carazor nach einem guten Zuspiel von Langford. Und dann haben wir so eine 4-gegen-4-Situation, allerdings mit zwei Stuttgartern hinter den vier St. Paulianern, also in der schlechteren Position. Und da haben wir so ein bisschen Glück, dass St. Pauli das einfach nicht gut ausspielt. Und Möller-Daly bekommt dann zwar die Schusschance aus einer ähnlichen Position wie zuvor beim 0-1, trifft den Ball aber nicht optimal und verzieht. Und da müssen wir uns schon so ein bisschen ja beim Fußballgott bedanken, dass es da dann eben nicht schon 2-0 steht. War eine großartige Chance für St. Pauli, die ja einfach nicht ganz so gut ausgespielt wurde am Ende. Tja, insgesamt war es das dann eigentlich schon, was mir in der ersten Halbzeit so aufgefallen ist. Vielleicht noch eins, Tim Walter hat sich mal bitterböse darüber aufgeregt, dass selbst die Balljungen ein bisschen langsam waren. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob das war das war direkt vor dir, oder? Ja, genau. Also das genau, die Szene war direkt vor dir, wo ich auch dachte, hey, das kann doch nicht sein, dass die da so schlafen. Was ist denn los? Wir brauchen nur den Ball. Nee, das habe ich schon, dachte ich auch in dem Moment irgendwie, das ist schon ein bisschen völlig mau, ausgeflippt. Ja, ich kann es ja verstehen. Ich meine, das sind ja genau die Situationen, die er meint, Standards und so weiter und so fort und natürlich auch Einwürfe, dass du da schnell sein musst, dass das Momente sind, wo du den Gegner vielleicht auch mal überraschen kannst. Und wenn dann natürlich der Ball nicht rechtzeitig da ist, um schnell wieder eingeworfen zu werden und die Gegner sich dann positionieren können und mögliche Zuspiele dir zustellen, ja, da kotzt du natürlich ab. Vor allem, wenn es dann eh schon 0-1 steht und so. Also kann man, denke ich mal, nachvollziehen. So, und was man auch nachvollziehen kann, ist die, wie man so hört, dann doch beachtlich laute Halbzeitansprache von Tim Walter. Sven Mislintat lobte die sogar und meinte, er hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Spiel das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. So ist es richtig. Also da muss es richtig gekracht haben. Später wurde die, glaube ich, also die Halbzeitansprache von Walter selber als human bezeichnet. Ich hätte schon mal gern gehört, ganz ehrlich. Ich glaube, da ging es richtig ab. Aber zu Recht muss man sagen. Ja, ich fand es halt schwierig in der ersten Halbzeit, dass das halt kein Walter-Fußball war, ne? Also was man da gesehen hat. Also gerade im Vergleich zum ersten Heimspiel gegen Hannover, da weiß ich noch nicht, da saßen wir und dann dachten wir irgendwie, hey, was macht denn der Kobel da? Jetzt spielt er wieder kurz und boah, ist das risikoreich. Und wir wussten ja, dass es so kommt, aber boah, das ist irgendwie schon krass. Und du saßt dann gab es halt so ein paar Spielzüge, wie auch gegen Heidenheim, wo du dann echt auf der Tribüne oder vorm Fernseher saßt und dein Mund stand dir offen, ne? Wo du dachtest irgendwie, hey, so kann man auch Fußball spielen, Wahnsinn. Und das gab es halt in der kompletten ersten Halbzeit gar nicht. Das sah halt wirklich so ein bisschen aus wie unter Korkut oder Weinzierl. Also wie gesagt, mir hängen geblieben ist halt Stenzel, der den Ball da hinten vor der Viererkette irgendwie hin und her schleppt. Und mir ist hängen geblieben Daniel Didavi, der sich irgendwie an der Eckfahne gegen zwei Gegenspieler irgendwie in Rasen eindreht, in irgendeinem Dribbling oder so. Ne? Aber das war echt Schema F. Das war nicht überraschend, das war nicht schnell. Und das war für mich nicht das war nicht der Walter-Fußball, für den ich im Stadion war. Einfach, für den ich bezahlt habe. Genau, für den ich bezahlt habe. Und wenn die halt dann mit 2-3 in die Halbzeit gehen oder was weiß ich, oder haben halt viele Torchancen, aber das gab's halt alles nicht, ne? Das war halt relativ bieder und langsam und nicht das, was ich mir erhofft hatte. Also auf den Rückstand echt geschissen. Dann ist es halt mal so. Ich fand's halt spannend, dann nochmal zu sehen, das war jetzt ja dann in einem Pflichtspiel unter Tim Walter der erste Rückstand, den sie verarbeiten mussten, wie sie damit umgehen können. Aber ja, wie gesagt, diese ganze Spielweise in der ersten Halbzeit, die hat mir komplett nicht gefallen, weil es nicht das war, was die ersten zwei Saisonspiele versprochen hatten.
man muss nochmal sagen, wir kritisieren jetzt natürlich viel, ist schon richtig, St. Pauli hat hier nicht viel getan, um ja am Spielbetrieb so richtig teilzunehmen, aber man kann ihnen das natürlich nicht verübeln. Das ist die Taktik, mit der sie hier antreten müssen, um überhaupt eine Chance auf ja was Zählbares zu haben. Aber nur mal noch eine Statistik, die mir noch aufgefallen ist. Die meisten Ballkontakte bei St. Pauli hatte übrigens der Torhüter, Himmelmann. Der hatte 53 Ballkontakte, das waren die meisten. Und zum Beispiel unser Gregor Kobel hatte mehr Ballkontakte als 12 andere St. Paulianer. Also nur Becker und Himmelmann hatten mehr Ballkontakte als Gregor Kobel. Das sagt natürlich alles aus. Und man muss dann auch hier von unserer Seite, also von uns beiden, auch so ein bisschen Geduld haben, bis sich das alles entwickelt. Aber vielleicht auch hier nochmal was anderes, was ich mit reinwerfen will. Man geilt sich momentan immer an diesen 600 Pässen auf, die wir spielen. Und das ist auch geil, dass da endlich mal ein bisschen Schmackes drin ist in den Offensivaktionen. Aber du siehst, wie du es machen musst, wenn du das Spiel Dortmund gegen Augsburg gesehen hast. Die spielen natürlich 800 Pässe, klar, das ist auch ein anderes Niveau, ist schon richtig. Aber hier siehst du halt, wie du einen Gegner auseinander nimmst, der dir spielerisch unterlegen ist. Nämlich mit Einsatz, Laufleistung, Beweglichkeit, ständiges Verschieben, das Spiel breit machen, aber dann auch im richtigen Moment natürlich dann Zentralangriffe steuern, die dann natürlich wieder nach außen gespielt werden. Es ist einfach eine unheimliche Fluktuation drin. Du weißt nie so richtig, was dich erwartet als Gegner. Und das Wichtigste ist, alle Spieler sind ständig in Bewegung. Und wenn man sich das Spiel gegen St. Pauli anschaut, hast du das Gefühl, dass wirklich immer nur der einen Ball hat, zumindest mal geht. Ja, also das ist halt zu wenig dann. Und ich denke mal, das wird auch weiter in der Halbzeit kritisiert haben. Und das hat sich ja dann Gott sei Dank etwas gebessert, obwohl in der 50. Minute erneut das 2-0 für St. Pauli hätte fallen müssen, als Diamantakos eine Mega-Chance verballert hat. Es gab einen Vertikalpass, .de, glaube ich. aus der Abwehr. Wieder mal von Möller-Dedi. Spielt, wie gesagt, einen vernünftigen Pass. Der war richtig gut halt, ne? Also der ein bisschen zu kurz. Ein bisschen zu kurz, wenn der noch mit mehr Wumms gespielt worden wäre. Ich glaube, das hätte Diamantakos eher in die Karten gespielt, aber es war schon ein grandioser Pass, gar keine Frage. So, aber was da aufgefallen ist, Möller-Dedi überspielt das komplette Mittelfeld und Teile der Abwehr mit nur einem Vertikalpass. Natürlich, es ist das Ziel dieses Vertikalpasses, aber man sollte schon meinen, dass du in solchen Momenten irgendwie eine etwas bessere Absicherung hast und dich nicht nur darauf verlassen musst, dass Holger Bartschuber das Weltklasse verteidigt, das muss man halt auch einfach sagen, war halt richtig gut gemacht. Diamantakos am Abschluss gestört und dann mit der Grätsche das Ding zunichte gemacht. Aber ja, das wird uns, denke ich mal, häufiger blühen in dieser Saison, dass wir solche Situationen überstehen müssen. Ja, ja, absolut. Und aber man hat ja auch gesehen dann gegen St. Pauli, ne? Also man möchte Holger Badstuber nicht unbedingt im Laufduell ab der Mittellinie sehen gegen einen Angreifer, aber wenn der da hinten auf der 16-Meter-Linie irgendwie einen Angreifer erwarten kann, dann kocht der vermutlich irgendwie 9 von 10 Zweitliga-Angreifern halt so gnadenlos ab. Das war gegen St. Pauli wirklich eine Wonne, das zu sehen, mit welcher Bierruhe er da stehen bleibt, in den Zweikampf geht. Und ich saß halt wirklich auf der Tribüne und dachte irgendwie, jetzt geht er in den Zweikampf und kein Elfer. Aber er macht ja nicht mal Anstalt, irgendwie faul zu spielen. Er bleibt halt so cool und wartet. Und auf einmal hat er den Ball am Fuß und du denkst nur, Holger, schlag ihn doch bitte einfach lang raus. Nee, aber er dreht sich halt irgendwie noch dann dreimal in Zeitlupe und spielt dann irgendwie quer durch einen Fünfer dann irgendwie zu Borna Sosa oder zum Torwart zurück. Also ich fand das wirklich grandios. Ich bin gespannt, wie sich Holger Badstuber gegen Florian Krüger und auch einem Tom Baumgart, der uns dann in Aue begegnen wird, schlagen wird, weil die sind noch ein bisschen wendiger, ein bisschen schneller, ein bisschen pfiffiger, möchte ich fast schon sagen, als ein Diamantakos, ohne dem jetzt natürlich die Qualität absprechen zu wollen. Ist ein super Stürmer, der ja vielleicht aus der Situation mehr machen muss, aber natürlich auch ein klasse Gegenspieler in dem Moment hatte. Ja, dann merkte man, dass bei St. Pauli einfach so ein bisschen die Körner fehlten. Der VfB hatte immer mehr Platz, immer mehr Möglichkeiten. Kämpfe in der 51. Minute, krasser Distanzschuss aus 23 Metern, den Himmelmann noch richtig stark hält. Und 9 Minuten später war es dann soweit. Mal wieder mit einem sogenannten Bauerntrick gelingt es uns, in Führung nicht zu gehen, aber auszugleichen immerhin. Und los geht das Ganze eigentlich schon mit einer klasse Flanke von Borna Sosa auf Gonzales, die Knoll im letzten Moment zur Ecke klärt. Aber da sieht man es, ich habe vorhin die ganzen Flanken kritisiert, aber diese Halbfeldflanke war sehr gefährlich, musste von Knoll geklärt werden. Und hätte es diese Flanke nicht gegeben, hätte Knoll nicht klären müssen und es hätte nicht diesen Eckball gegeben. Und dann sieht man,
Tim Walter hat sich zwar so ein bisschen bedeckt gehalten, aber man sieht ganz gut, dass diese Variante einstudiert war, denn Kempf gibt so ein Zeichen an Castro, dass er sich vom Pulk löst und dann gibt es halt einfach den Ball kurz flach in den 16er und klar, so ein Stück weit haben wir ein bisschen Glück, dass Kempf da ja, zwischen allen Gegenspielern und Mitspielern hindurchschießen kann, aber ich sag mal so, die Ausführung war vielleicht ein Bauerntrick, aber ja, der Abschluss dann königlich. So. Und ich denke halt immer, ne, also warum machen das halt nicht mehr Teams? Also in der ersten und der zweiten Liga und überhaupt halt irgendwelche einstudierten Standards, ne? Also, und es muss ja einstudiert sein, weil kein Innenverteidiger der Welt löst sich halt irgendwie spontan vom 5-Meter-Raum nach hinten auf Höhe des 16-Meter-Punkts, um dann halt mit links ins lange Eck reinzuschießen, während die Ecke flach reinkommt. Das ist ja einstudiert, ne? Gar keine Frage. Und das ist ja immer wieder gerne genommenes Gesprächsthema auf irgendwelchen Stammtischen und launigen, bierseligen Runden. Warum gibt's das nicht häufiger? Und dann kommt man immer wieder auf die WM 1994 in den USA, wo die Schweden immer so Freistoßvarianten hatten, ne? Mhm. Und haben damit relativ viele Tore gemacht. Und warum hast du halt nicht solche Plays, wie es die im Football gibt, dass du sagst, hey, wir haben verschiedene Eckballvarianten, wir haben verschiedene Freistoßtricks, weil ich glaube nach wie vor, das wird funktionieren. Und man hat jetzt ja beim VfB ganz gut gesehen, kurze Ecken, kurze Flanke oder die Ecke flach reingespielt auf einen Innenverteidiger, der sich zurückfallen lässt, das kann halt echt funktionieren, ne? Und wenn man, glaube ich, sowas einstudieren würde, könnte man damit richtig erfolgreich sein, aber der VfB scheint es ja schon zum Teil zu machen, anders wäre das Tor ja gar nicht möglich gewesen. Ja, also ähnlich wie in Rostock, da haben wir ja auch Glück gehabt, dass wir schnell reagiert haben. Ja, genau, und die sind alle unsortiert, dann spielst du halt die Ecke ganz, ganz kurz rein. Die Davi kann dann halt irgendwie von ein bisschen näher ganz präzise auf Al-Gadoui flanken und dann ist das Ding halt drin. Ja, und auch gegen St. Pauli war es ja das Gleiche, ne? Flache Ecke dahin und Kempf lässt sich halt ein bisschen fallen und mit seinem starken linken Fuß kann er ins lange Eck dann halt einschießen. Hat ein bisschen Glück, dass der halt wirklich alle durchgeht, aber war definitiv einstudiert, war erfolgreich und sollte viel häufiger machen, weil es ist sicherlich zielbringender als halt irgendwelche langen Eckbälle auf einen Elfmeterpunkt. Liebe Zuhörer, wenn es bei euch auch gerade knackt, es liegt wahrscheinlich an unserer Aufnahme, aber es ist Gott sei Dank, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wie es schon mal war. Bei dir. Ja, nur ganz leicht. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Sollte es schlimmer werden, unterbrechen wir kurz und suchen nach einer Lösung. Aber lass uns ganz kurz in die 61. Minute gucken. Nochmal eine große Chance für St. Pauli. Conte, der von mir vorhin schon angesprochene Miyachi, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Mensch, es ist auch wirklich schwierig mit den japanischen Namen. Das haben wir ja beim letzten Mal noch so weggelächelt, ja, mit Wataru Endo, aber Miyachi ist schon dann etwas komplizierter. Sei es drum. Mit einem einfachen Doppelpass spielt Miyachi und Becker zusammen Castro, Sosa und Carazor aus. Also auch hier stellt man sich wieder in der Defensive nicht ganz so geschickt an, möchte ich sagen. Und ja, vor dem 5-Meter-Raum geht Kempf etwas zurückhaltend in den Zweikampf mit Miyachi. Und ja, so kann sich der Japaner am Ende durchsetzen, legt nach hinten auf Conte ab. Und er muss eigentlich nur noch ins leere Tor schießen. Aber ja, ihm gelingt das nicht. Und das liegt daran, dass Stenzel wirklich mit einem Monsterblock in der letzten Sekunde Contes Schuss einfach wegblockt. Und da hätte es eigentlich schon wieder 2-1 stehen müssen für St. Pauli. Also großes Glück für uns in dieser Situation, dass Stenzel da so genial verteidigt hat. Und allein deshalb musst du ihm eigentlich schon eine 2 geben für dieses Spiel. Also ich bin ja jetzt nicht der größte Notenfreund. Ja, mag das nicht so sehr, wenn man einen Spieler benotet. Das macht für mich wenig Sinn. Aber wenn wir jetzt mal in dieser Denkweise uns hier bewegen, dann würde ich sagen, hat Stenzel allein mit der Aktion schon, das werte ich für mich wie ein Tor. Also das war einfach super von ihm. Sebastian, dann gab es die große Aufregersituation auf unserer Seite, nämlich der Chancentod, wie er ja in letzter Zeit bezeichnet wird, Nico Gonzalez. Genau, und die Chance war in der 70. Weißt du aus dem Kopf, wann er eingewechselt wurde? Aus dem Kopf, ja, 50. Okay, also war schon 50. ein bisschen drauf, okay. Er war ein bisschen drauf, genau. Und es war dann so, dass die Davi leitet einen Pass auf Castro. Also mit einem Pass auf Castro leitet die Davi diesen Konter ein. Castro schlägt den Ball lang auf Gonzalez und der befindet sich dann im 1-1 gegen Bubala, kann sich da auch zunächst behaupten. Und das Problem ist zum einen, dass er beim zweiten Kontakt so ein bisschen, also Nico Gonzalez, so ein bisschen viel Tempo aus der Aktion rausnimmt. Und er kann den Ball zwar behaupten, aber ich glaube, wenn die Aktion insgesamt, also die Annahme, die Mitnahme, flüssiger gelaufen wäre, dann hätte er eigentlich schon zu viel Vorsprung gehabt, um
dass ihn Bubala da noch wirklich einholen kann. Aber sei es drum, es kommt dann dazu, dass Bubala ihn stellen kann, so möchte ich es mal sagen. Nico González versucht dann irgendwie noch das Beste aus der Situation zu machen und bringt sich selber in eine sehr aussichtsreiche Schussposition. Bekommt dann leider Gottes den Ball unglücklich an seinen Standbein. Der springt so 4-5 Zentimeter zu weit weg. wenn er da jetzt nicht so weit weggesprungen wäre, dann hätte er den, glaube ich, reingezimmert. Und so sieht es dann wahnsinnig blöde aus für Nico González. Er steckt halt ein klassisches Luftloch. Und ja, ich glaube, die meisten im Stadion dachten, das ist einfach nicht mehr normal, was der Junge da auf dem Platz regelmäßig macht. Ja, der alte González ist zurück halt. Ne? Also ja, das war nämlich auch so eine Situation wie vorletzte Saison, Gomez im Heimspiel gegen Hoffenheim, ne, wo er aufs Tor zuläuft und du denkst irgendwie, hey, den Zweikampf gegen einen Abwehrspieler gewinnt er nicht, weil der Abwehrspieler viel zu schnell ist und dann macht er halt noch einen Haken und ist halt komplett völlig frei und schiebt ihn dann ein und so war das bei mir eigentlich mit González auch, ne, der läuft irgendwie aufs Tor zu und du denkst, schließt er ab, bevor der Abwehrspieler ihn erreicht, nee, er macht noch einen Trick irgendwie. Und dann war er frei, aber der Trick sah irgendwie schon nicht so hundertprozentig aus, aber er hat die Schusschance und dann trifft er halt den Ball komplett nicht, ne, und dann denkst du irgendwie so, ja, History repeating, ne, irgendwie so, dann hast du wieder den Pfostenschuss gegen Schalke vor Auge, irgendwie dieses blöde im Abseits rumgestehe gegen Union Berlin und denkst, hey, jetzt bist du doch in Südamerika da irgendwie Panamerika-Meister geworden und hast da eine Medaille bekommen und warst da erfolgreich trotz der roten Karte und hey, das kann doch jetzt in der neuen Saison nicht genauso weitergehen, das kann doch nicht sein einfach. Da war ich schon echt so ein bisschen verzweifelt einfach. Ja, was mich im Nachhinein halt einfach stört, ist, dass man jetzt da ewig lang drüber spricht, dass er ein Luftloch geschlagen hat, dabei war das halt einfach, ist halt dumm gelaufen, der Ball ist halt gegen Standbein. Ja, aber man muss halt auch sagen, so wie er da halt von Castro angespielt wird, als ein Stürmer, der halt irgendwie 8,5 oder 9 Millionen gekostet hat, musste aus der Situation halt ein Tor machen einfach. Keine Frage. Aber die Kritik würde ich halt eher auf diesen zweiten Kontakt legen. Da würde ich halt fragen, warum nimmst du da das Tempo raus, Junge? Du bist im vollen Lauf, du hast Bubala abgehängt, du nimmst den Ball gut runter, der erste Kontakt ist okay und dann der zweite Kontakt, der ist schlampig und was geht da in dir vor, Mann? Du hast den Ball doch einfach eigentlich unter Kontrolle jetzt sei zielstrebig, geh aufs Tor, zieh das Ding durch sozusagen und hau da drauf und baller das Ding halt einfach rein. Und, ja, er muss eigentlich die Situation halt ohne irgendwie nochmal Tempowechsel nach Hause bringen. Ne? Also irgendwie Tempo, Abschluss. Aber ich glaube, das ist ja was dann auch Tim Walter oder das für Missintat sagt, er muss in seinen Aktionen noch feiner werden. Ne? Ja. Also er hat das Potenzial, er hat das Tempo, er hat die Füße mittlerweile auch. Aber er kriegt halt auch nicht auf den Moment irgendwie alles zusammen. Das ist halt noch zu ungenau, da sind noch zu viele Schlampigkeiten drin. Aber er kann das halt. Ne? Und vor allen Dingen hat er ja die Mentalität, sich dann von so einer Situation nicht entmutigen zu lassen, sondern halt immer wieder dahin zu gehen, wo diese Bälle halt hinkommen. Und in der zweiten Liga macht er dann zum Glück auch mal da noch einen von diesen Bällen. Der Sendungshöhepunkt rückt näher, liebe Zuhörer. Ja. STR Mailbox 0711 25 28 8918. Ruft an. So, ja, aber. Ruft uns an. Aber wir müssen noch ganz kurz das Spiel hier zu einem Happy End bringen, denn das ist ganz wichtig. Denn es wurde eigentlich erst richtig cool in den letzten 10 Minuten. Die Davi hatte noch eine ganz gute Chance, dass. Möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil eben Karasor damit seine beste Szene hatte, zumindest offensiv. Da spielt er diesen Traumpass, von dem ich vorhin gesprochen habe, auf also González. Dieser Steckpass auf die Grundlinie, ne? Der war richtig, richtig gut. Ja. Das war mega, also das kann er sich einrahmen lassen, das Ding. Und González. Der Pass von González war super eigentlich, ne? Auch super. Es war alles gut, nur die Davis Timing stimmte nicht so hundertprozentig. Ja, er kriegt ihn halt irgendwie natürlich aus kurzer Distanz relativ flott gespielt, irgendwie aufs Geläuf halt, ne? Irgendwie blöde Höhe auch und macht man irgendwie. Ich weiß gar nicht, mit der Hüfte oder so, ja, Hüfte kommt er noch ran, aber ja, für ihn halt natürlich auch undankbar, irgendwie das Ding reinzumachen. Aber die Aktion an sich war genauso, also so musst du spielen letzten Endes. Ja, absolut, der Pass, genau. Ja, von Karasor. Das ist ja, was man die ganze Zeit erwartet hatte, ne? Irgendwie Tempo, Vertikalität, an die Grundlinie zurück, also so überraschend einfach, ne? Aber die ganze erste Halbzeit, da saß man ja auf der Tribüne und wusste eigentlich genau, was jetzt passiert, ne? Da war Stenzel, Askasiba, die Davi, Askasiba, wieder die Davi, Dribbling, Einwurf oder so, ne? Und erst in der zweiten Halbzeit, ne, wurde es dann überraschend einfach und das ist ja das, was du erwartest einfach. Ja, absolut. Also da war genau diese Kreativität im Spiel, die man sich
wie du sagst, erwartet. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, auch wenn ich jetzt den Höhepunkt schon vorwegnehme mit dem entscheidenden 2-1, dass Nathaniel Phillips mal wieder eingewechselt werden musste und einen, in dem Fall, platten Innenverteidiger ersetzen durfte. Marc-Oliver Kempf, ja, hat in einem Interview mit VfB-TV gesagt, dass er ja einfach platt war. Tim Walter meinte bei der Pressekonferenz, ja, ähnlich wie Stenzel hätte auch Marc-Oliver Kempf eine Oberschenkelverhärtung während dem Spiel erlitten, aber es scheint wohl so, dass er da den Spieler nur so ein bisschen schützen wollte. Kempf war einfach platt, hat gesagt im Interview, er hat seinem Trainer das Signal gegeben, ich kann nicht mehr. Er wurde dann ausgewechselt. Nur mal so ein paar Leistungsdaten zu Marc-Oliver Kempf. 8,3 Kilometer gelaufen, 19 Zweikämpfe geführt, davon 84% gewonnen, 82 Ballkontakte, insgesamt 60 Pässe, 87% davon kamen an. Also das sind alles sehr, sehr gute Werte. Ich möchte aber viel mehr über Nathaniel Phillips so ein bisschen sprechen, gar nicht so ausführlich. Übrigens, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz einen Haken schlagen. Und zwar habe ich mir das Spiel ja, wie schon vorhin berichtet, nachträglich nochmal auf Sky angeschaut. Und da muss ich sagen, ziehe ich echt meinen Hut vor dem Kommentator. Also es ist einfach, wenn ich mir überlege, dass das mein Job ist, dass ich einfach Spielernamen sage. Das ist ja mein Job, ja. Als Kommentator muss ich Spielernamen sagen und ab und zu mal so ein bisschen was erklären. Aber eigentlich kann ich auch mir was aus den Fingern saugen dann in dem Moment. Das Wichtigste ist, dass ich weiß, wie die Spieler heißen. Und ich sag dann, wenn El-Gadoui, jetzt spreche ich schon fast, Al-Gadoui am Ball ist, El-Gaudi, also da habe ich schon gedacht, okay, das geht ja gar nicht. Und dann kam der große Moment, als Nathaniel Phillips eingewechselt wurde. Das wird jetzt auch immer sehr lustig werden. Denn hier in dem Fall wurde nicht Nathaniel Phillips eingewechselt, sondern natürlich Nathaniel Phillips, der eingewechselt wurde. Ja, das geht halt gar nicht, Leute. Also das sind Profis. Das genau, geboren in Castrop Rauxel. Aber ich habe auch am Wochenende mitbekommen, dass ja, also die zumindest die Twitter-Timeline mit dem Sky-Kommentator, dessen Name ich jetzt aber nicht, zum Glück nicht weiß, relativ unzufrieden war, weil der zum Beispiel auch, ich glaube, Roberto Massimo als VfB-Eigengewächs verortet hat und Luca Mack nicht. Also das ja, ist schwierig. Das war der Moderator, der mit Felix Lutz gesprochen hat. Ja, das ist alles offensichtlich ungefähr das gleiche Niveau. Sorry, aber es ist wirklich nicht auszuhalten, dieser Dreck. Also warum ich dafür Geld überhaupt bezahle, für diesen Mist, ich könnte mich schon wieder selber ohrfeigen. Das fängt schon damit an, als ich zum ersten Mal wieder diese Konferenz gucken wollte. Normalerweise gucke ich nie eine Konferenz, weil das macht für mich keinen Sinn, dieses Hin- und Her-Geschalte. Das macht mich nur ganz wahnsinnig. Ich möchte eigentlich ein Spiel sehen und das komplett. Aber ich habe mich, weil es die erste Bundesliga ist, dafür entschieden, Konferenz zu gucken. Und dann labern die immer dazwischen. Da könnte ich wahnsinnig werden. Was soll denn das jetzt? Sebastian, wusstest du das, dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, wir geben weiter nach was weiß ich, Hoffenheim, sondern dass jetzt immer noch so ein blöder Sprecher eingeblendet wird, der da sagt... In der Zweitliga-Konferenz. Ja, ich hab's gestern was natürlich soll gesehen. Das denn? Natürlich gesehen, wie Kiel noch gegen den KSC gewonnen hat. Und es sollte ja von Saisonbeginn an so sein, hat dann aber irgendwie technisch nicht geklappt, wurde einfach wieder hin und her geschaltet, weil man sich jetzt hier noch irgendwie einen Kommentator dann spart. Und ich habe es gestern gesehen und es war ja relativ furchtbar. Ja, was soll das denn? Verstehst du, was da für eine Idee dahinter steht? Na, sie sparen sich ja einen Kommentator, ne? Weil es gab ja bislang immer einen Kommentator, der das Spiel 90 Minuten komplett betreut hat und einen, der es in der Konferenz betreut hat. Und den zweiten sparen sie sich jetzt. Und meines Wissens nach wird jetzt ja auch in der Konferenz ist der Kommentator gar nicht mehr vor Ort, sondern der kommentiert das auch aus dem Studio. Also ja. Das ist halt einfach irgendwie Kostenersparnis. Ja, aber es wird halt irgendwie nicht besser, ne? Also, aber da muss doch keiner so Mist erzählen begeistert. Zwischendrin. Das ist doch was, warum muss denn da einer irgendeinen Mist noch erzählen zwischendrin? Der Zone hat es doch auch besser gelöst mit ihrer Euroleague-Konferenz, die ich genial finde. Da wird ja auch einfach immer nur zwischen Spiel und Spiel hin und her geblendet. Die Kommentatoren ja, wechseln da auch nicht, sondern es ist ein Kommentator für das komplette Spiel und eben für die Konferenz. Und dann sagt halt irgendein Sprecher aus dem Off, wir gehen jetzt schnell nach Turin, denn da gibt's einen Freistoß. Oder er sagt halt, in Leipzig kriegen sie nichts gebacken, jetzt gehen wir weiter nach Buxtehude, da ging es schon immer besser ab oder so. Ja genau, so wollen sie jetzt bei Sky auch, weil wird er halt unten kurz eingeblendet, aber... Will ich ja, nicht ich sehen, ich gucke Fußball, ich möchte nicht irgendeinen Kasper sehen, da ständig. Auch kein großer Fan von, also ich glaube Sky möchte irgendwie besser machen als bisher, aber es wird nicht Die machen es nicht besser, es ist halt, aber gut. Jetzt sogar Christoph Metzelder, da ist jetzt halt von Sky zu ARD gewechselt halt, ne?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das für wen das jetzt eigentlich besser ist. Also. Das ist ja auch irgendwie ein Zeichen, ne, dass der halt irgendwie da die Flucht ergreift. Also, na, ich bin wirklich froh mit meinem Sky-Ticket für ein paar Euro im Monat, das reicht. Ja gut, ich werde jetzt mindestens ein Jahr mir das angucken und dann schauen wir mal weiter. Gut, ich hast möchte du dein Werbegeschenk schon bekommen eigentlich? Nein, da darf man natürlich auch noch nicht drüber reden, Sebastian. Nein, da reden wir gar nicht drüber. Ich wollte nur kurz fragen. Nee, habe ich noch nicht bekommen. Das wird noch eine große Überraschung. So, Nathaniel Phillips, den wollte ich noch kurz mit erwähnen, denn der ist mir wirklich jetzt live im Stadion richtig positiv aufgefallen. Das sah ja schon gegen Rostock nicht ganz so schlecht aus und sah, wie gesagt, sehr vielversprechend aus. Und die paar Minuten, die er jetzt bekommen hat, die nötigen mir großen Respekt ab. Also das ist ein Abwehrspieler, ich würde sagen, über kurz oder lang wird der regelmäßig bei uns in der Startelf stehen. Das merkst du einfach. Ja, total, ne, dafür, dass der auch irgendwie erst 10 Tage da ist und man sagt, ja, der muss irgendwie den Walter-Ball noch verinnerlichen und so und der wird erstmal nicht spielen. Und dann Bob spielt auf einmal in Rostock halt irgendwie, wird eingewechselt, ne, und jetzt spielt er halt schon wieder und ich habe da so ein bisschen, also im Stadion schon so ein bisschen skeptisch, dachte irgendwie, puh, jetzt hast du eine Innenverteidigung aus Bartstuber und Phillips, ne, der eine halt irgendwie so ein bisschen langsam und ungelenkt, der andere irgendwie erst seit kurzem da, aber die zwei haben das halt richtig, richtig solide und gut gemacht. Also und da finde ich es dann ganz witzig, aus dem Innenverteidiger-Problem, das wir halt nach dem ersten Spieltag sahen, nach der schweren Verletzung von Kaminski und der Sperre von Avucha, ist auf einmal irgendwie wieder ein Luxusproblem geworden, ne? Weil Avucha ist irgendwie nicht mal, diesmal war er auch, glaube ich, nicht im Kader. Oder war er im Kader? Ich weiß gar nicht, war nicht im Kader. War nicht im Kader, ne? Und auf einmal hast du da irgendwie wieder reichlich Angebote in der Innenverteidigung. Da muss man sagen, zu Sven Mislintat hat auch wieder relativ cool eingekauft, wenn das alles so bleibt. Also scheint zu passen. Ja, Phillips, das passt auf jeden Fall. Soweit lehne ich mich jetzt einfach aus dem Fenster. Spielt wohltemperierte Pässe. Also diese Bälle, die der spielt, sind richtig, richtig gut. Er hat auch den einen oder anderen vertikalen Pass gespielt. Vertikalpass.de. Und das sieht einfach großartig aus. Dazu noch 100% gewonnene Zweikämpfe, wobei hier möchte ich gleich dazu sagen, es gibt da unterschiedliche Daten. Bei der einen Datenbank heißt es, er hat 5 Zweikämpfe geführt und 4 gewonnen und bei der anderen Datenbank hat er 4 Zweikämpfe geführt und 4 gewonnen, aber trotzdem gewinnt er halt auf jeden Fall mal seine Zweikämpfe relativ zuverlässig. Genau. Auch wenn natürlich 4 jetzt kein Referenzwert ist, kein großer, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus und ich habe einfach Bock, den mal 90 Minuten zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist jemand, der gefällt mir äußerst gut in seinen ersten 2 Auftritten jetzt für den VfB. Ja, du hast ja jemand auf der Bank als Backup, von dem du, oder bei dem du keine Angst hast, dass der halt mal länger spielt als irgendwie ein paar Minuten oder eine Halbzeit. Ne? Da denkst du, okay, den kannst du auch reinwerfen, also der scheint es drauf zu haben einfach. Und ja, wie gesagt, das Problem in der Innenverteidigung, vor dem wir ein bisschen Angst hatten, scheint behoben zu sein. Ja, sieht so aus. Wir machen das Spiel noch kurz zu, mit natürlich diesem genialen 2:1 von Nico Gonzalez, der ja alles wieder gut macht, was er in der 70. Minute nicht so hinbekommen hat. Sosa mit der berühmt-berüchtigten Halbfeldflanke, allerdings genau, die Billy Sagnol Gedächtnis Halbfeldflanke und aber sowas von auf den Punkt, also ganz grandios. Grandios, absolut. Gonzalez schließt mit links ab. Und ja, das Problem hier war natürlich auch so ein bisschen, dass St. Pauli das wieder, oder was heißt wieder, vielleicht jetzt einmal zu viel nicht ganz so geschickt verteidigt hat. Es war, glaube ich, so, dass sich Knoll ein bisschen auf Bubala verlassen hat und Bubala auf Abseits spekulierte. Und das hätte ja auch noch fast hingehauen, muss man ehrlicherweise gestehen, denn diese kalibrierte Linie, die nachträglich eingeblendet wurde, also ich habe da jetzt nicht erkannt, wer weiter vorne war, ob es jetzt letzten Endes Knoll war oder im Gonzales. Also ich habe es auch dann nochmal auf der Zone gesehen, ohne kalibrierte Linie und da irgendwie ein paar Mal Stopp gedrückt und so weiter. Und da denke ich auch, also, boah, das ist echt 50-50, ne? Also, wenn da jemand auf Abseits entscheidet, dann kannst du auch nicht brüllen. Das ist eine krasse Fehlentscheidung. Also, das ist halt wirklich so knapp einfach. Aber klar, dann im Zweifel für einen Angreifer. Nee, die Regel gibt es nicht mehr, Sebastian. Für mich gibt es die Regel. Und er hat definitiv seinen Arm ja weiter näher am Tor als der Abwehrspieler, aber mit dem darf er ja kein Tor erzielen, also insofern und die Füße unten, aber ja, also nach meiner persönlichen Regel im Zweifel für den Angreifer und sowieso im Zweifel für den VfB-Spieler, insofern ist die Entscheidung natürlich 1000%ig korrekt, aber es war schon knapp. Im Zweifel für den VfB-Spieler
Das steht im winkmännischen Handbuch mit Sicherheit nicht ganz oben. So aber ich wollte sagen, aber das entkräftet ja auch irgendwie alle Gerüchte irgendwie, dass der Herr Winkmann dem VfB was Schlechtes wollen würde, weil dann hätte er das Tor irgendwie abgepfiffen. Wobei man über die 90 Minuten schon sagen muss, ich habe es auch gar nicht dann so sehr auf den Herrn Winkmann selber projiziert, als vielmehr auf seine Assistenten, weil also das weiß ich nicht. Das kam mir teilweise schon so ein bisschen seltsam vor, die Freistoß und Einwurfentscheidung und so weiter. Aber egal, gewonnen ist gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Abschließend noch die zwei großen Chancen möchte ich nicht unerwähnt lassen. Die Davi hat 5 Minuten in der Nachspielzeit nochmal die Chance, eigentlich wirklich den Sack zuzumachen. Langer Ball von Sosa auf Gonzalez, der leitet den per Kopf auf die Davi weiter, der dann ja den Ball nicht allzu optimal verarbeitet, so möchte ich es mal ausdrücken. Auch er verliert wieder Tempo und kommt zu keinem guten Abschluss. Und ja, richtig, das Herz in die Hose ist dann wirklich nochmal in der 96. Minute gerutscht, als Karasor ein bisschen zu weit weg ist von Sobota, der aus 16 Metern abschließen kann, genau auf Kobel zielt, weil, also wenn er hier ein bisschen platzierter geschossen hat, und das kann er eigentlich, der Herr Sobota, dann hätten wir uns sehr gecremt, glaube ich, und das Thema Nachspielzeit wäre dann vielleicht auch nochmal hier besprochen worden. Denn, ja, aber auch das, ne, was war angezeigt? 3 Minuten und wie viel lässt er dann spielen? 6 Minuten oder so. Es gab die 2 Minuten Verletzungsunterbrechung, als Gonzalez und, wer war es? Ich glaube sogar Bubala zusammengestoßen sind mit den Köpfen. Das war das eine. Schon nach Anzeige der Nachspielzeit. Ja. Und, okay, dann nehme ich das zurück. Und das Tor fiel ja auch, nachdem die Nachspielzeit angezeigt wurde. Okay. Dann nehme ich alles zurück. Und dann, war das vollkommen korrekt. Ja. Dann kommt das schon hin, aber am Ende ist es mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Ja, aber wir haben das hingewonnen. Also, nee, aber ich dachte halt wirklich so, wenn du halt den VfB verpfeifen willst, dann kannst du das 2:1 auch abpfeifen als Abseits, weil es ist halt so hauchdünn einfach. Und dass das nicht passiert ist, zeigt ja auch, dass der Herr Winkmann dann vielleicht so aus VfB-Perspektive nicht immer die besten Entscheidungen oder die glücklichsten Entscheidungen trifft, aber dann vielleicht schon aus seiner Sicht die richtigen und dann nicht irgendwie parteiisch ist. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem neuen Segment hier bei STR, auf das ich mich sehr freue. Wir versuchen ja immer, STR ja einfach so ein bisschen zu optimieren, dass es euch als Hörer möglichst gut und lange gefällt. Und ihr werdet bemerkt haben, die Frage der Woche, die wurde abgeschafft. Aufgrund keiner mochte die Frage der Woche, warum auch immer. Das war das Stiefkind dieses Podcasts. Ja. Und jetzt wurde es abgeschoben und wird ersetzt durch die STR-Mailbox. 0711 für Stuttgart 25 28 8918. Das ist die Telefonnummer, die ihr anrufen könnt, wenn ihr irgendwas am besten zum VfB Stuttgart mitzuteilen habt. Also keine Sorge. Da geht dann keiner von uns ans Telefon, sondern es ist halt wirklich so ein klassischer Anrufbeantworter, auf den ihr dann drauf sprechen könnt. Ja, also ich glaube, wir könnten das auch schon mal so einstellen, dass da einer von uns rangeht, so ganz überraschenderweise. Nee, also jetzt keine Angst, es geht niemand ran. Nein, wirklich nicht. Also es geht niemals jemand ran, aber Sebastian hat recht, es könnte manchmal jemand rangehen, aber wir machen es natürlich nicht. Nein, Quatsch. Also jetzt ist wirklich vorbei mit diesem Quatsch. ihr ruft da an und erzählt halt das, was ihr gerne erzählen möchtet. Also ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt Kritik loswerden in Richtung VfB Stuttgart, in unsere Richtung oder einfach was mit dem VfB Stuttgart irgendwie gerade so los ist, könnt ihr euch dazu äußern. Ihr könnt euch zu der Sendung äußern, wenn euch da was aufgefallen ist, was euch stört, was ihr gerne mal sagen wollt. Ja, macht das einfach. Am besten funktioniert natürlich die STR-Mailbox 0711 für Stuttgart 25 28 8918, wenn ihr vor, während und nach einem Fußballspiel anruft. Denn da kochen die Emotionen hoch. Und dann könnt ihr da zum Beispiel euch darüber beschweren, dass das Spiel viel zu langweilig ist und Tim Walters Fußball keine Zukunft haben wird. Oder ihr feiert einfach Nico Gonzalez ab, weil er uns in der 90. Minute den Arsch rettet, wie man so schön sagt. Genau dafür ist diese STR-Mailbox da. 0711 für Stuttgart, 25 28 8918 ist die Telefonnummer. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, eure Sprachnachricht hinterlassen. Übrigens, das muss ich auch noch kurz sagen, weil es schon Nachfragen gab, ob man das Ganze nicht auch via WhatsApp und Sprachnachricht und so machen könnte. Wir haben uns ganz bewusst für eine richtige Mailbox entschieden. Zum einen, ihr werdet es gleich hören, hat so ein Anruf einen besonderen Flair. Ja, also man kennt das vielleicht noch von Domian und so. Das hat halt einfach einen besonderen Flair. Ja, das gefällt mir ganz gut. Zum anderen braucht natürlich so ein STR-Podcast, der sich mit dem VfB Stuttgart auseinandersetzt, eine richtige Stuttgarter Nummer.
Ja, und die beginnt nun mal mit 0711 für Stuttgart, 25, 28, 89, 18. Am besten gleich abspeichern ins Handy oder ins Festnetztelefon und dann könnt ihr jedes Mal, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, anrufen und eine Nachricht hinterlassen, Sebastian. Das ist doch eigentlich. Genau, und vor allem, wir sind halt irgendwie ja alte weiße Männer und uns liegt halt so ein klassischer Anrufbeantworter halt auch viel näher als irgendeine WhatsApp Sprachbox und ja, und echte Brudler wählen die 0711. Genau. Und ihr könnt halt nicht nur anrufen und was drauf sprechen und wir hören uns das dann an und finden das dann gut oder schlecht und reden halt drüber. Nein, es findet dann auch tatsächlich Eingang in die aktuelle Folge dieses Podcasts. Genau, und da haben wir uns natürlich auch was überlegt, denn es ist, also wir machen es ganz einfach, wir zeigen es euch mal, wie wir uns das vorgestellt haben und lassen jetzt die erste STR-Mailbox für euch ablaufen und wir wären natürlich dankbar über Feedback, ja, gefällt euch das jetzt so oder sagt ihr, nee, also uns wäre es lieber, wenn man das ein bisschen anders gestalten würde, aber bevor wir jetzt uns hier den Mund fusselig reden, würde ich sagen, Sebastian, startfrei für die erste Mailbox. Nach den ganzen Twitter-Nachrichten, man soll mal anrufen soll, rufen wir mal an. Karl hier, nicht aus dem Ländle, sondern aus Großbritannien, aus der schönen Großstadt Birmingham. Gute und Grüße aus Frankfurt. Hab mir jetzt gerade das Spiel angeguckt. Dreckspiel, Drecksieg. Fand das Heimspiel heute gegen Pauli unterirdisch? Ja, das war vielleicht ein Glückssieg. Ich würde sagen, es war ein Sieg des Willens. Last-Minute-Siege sind immer die geilsten. Ich fand es auch fast eine Frechheit, dass wir das gewonnen haben. Das war jetzt keine Glanzleistung heute. Mehr Dynamik muss ins Spiel und das muss alles ein bisschen besser abgestimmt werden, aber das ist doch schon so viel besser. Ich finde, man sollte das alles noch ein bisschen kritischer einordnen. Wenn Castro in der ersten Halbzeit gleich zu Beginn diesen Kopfball macht, dann läuft das Spiel vielleicht auch anders. Freut mich für Nico. Der Junge hat einfach verdient, dass er das Tor geschossen hat. Mir ist es so ein bisschen zu viel Lob aktuell. Wir können keine 6 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben, der dann im Endeffekt nicht spielt, ob er jetzt noch Trainingsrückstand hat oder nicht. Aber man sollte schon kritisch sehen, wie viele Tore haben wir jetzt überhaupt spielerisch erzielt, so wie Tim Walter das vorgesehen hat. Für den VfB sage ich weiter so. Werden auch. Ja, durchaus auch möglich gewesen, dass das in die Hose geht heute. So, Ruppel Vision. Naja, was würde ich sagen? Walter macht alles richtig. Keine Ahnung. Jetzt am Anfang der Saison, wo das neue System, der neue Walter-Fußball sich noch richtig implementieren muss in der Mannschaft und im ganzen Verein. Das ist einfach wichtig, hier Siege einzufahren. Ich habe da so eine interessante Frage. So, und was bleibt übrig? Mund ein bisschen weitermachen. Das kriegt mich so auf. Aber das ist doch alles so viel besser, wie wir letztes Jahr erlebt haben. Zu euch möchte ich nur noch sagen. Ich hätte gerne noch eine Familienpizza Margarita. Lieferung nach Ludwigsburg bitte. Und wenn die in einer halben Stunde da ist, gibt's Ärger. Der Podcast macht weiter so. Vor allem, was ich wissen will, ist, warum ist Marc-Oliver Kempf als in der Ich selber kann jetzt gar nichts dazu sagen. Weiter so. Was unterscheidet unsere Trainingsanalysen von den Technologien gegenüber anderen Bundesligisten? Alles in allem überragende Mentalität. Lachen nur noch. Danke, ciao. Jetzt rede ich wieder zu viel. Das ist übrigens von Ricky gelernt. Der redet auch sehr, sehr viel. Hi, ich wollte nur sagen, dass ich den KSC scheiße finde. Tschüss. Ja, das war sie. Die erste STR-Mailbox. Und so stellen wir uns das Ganze vor. Wir wollen euch praktisch jetzt hier nicht langweilen mit ewig langen Sprachnachrichten, ohne das jetzt irgendwie diskreditieren zu wollen oder so. Aber so stellen wir uns das halt nicht vor, dass wir jetzt hier lange Sprachnachrichten abspielen, sondern wir wollen letztendlich die Quintessenz der vielen Anrufer zusammenfassen in einer lustigen, aber auch informativen Mailbox. Denn ich bin der Meinung, hier war jetzt nicht nur Blödsinn dabei, ganz im Gegenteil, hier waren ein paar richtig gute Wortbeiträge dabei, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und an der Stelle muss ich mich natürlich auch nochmal bedanken bei den Anrufern, die hier die Mailbox sozusagen eröffnet haben, denn es funktioniert nur mit euren Anrufen logischerweise, sonst macht es ja keinen Sinn. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn das jetzt einfach regelmäßig funktioniert, dass wir pro Podcast-Folge eine Mailbox oder ein Mailbox-Segment hier ablaufen lassen können mit der ein oder anderen Sprachnachricht und dann eben mit dieser Zusammenfassung. Also, wie gesagt, notiert euch die Nummer 0711 für Stuttgart 25 28 89 18.
8. Wir werden natürlich auch auf Twitter, Facebook, Instagram immer mal wieder die Nummer posten, sodass ihr dann anrufen könnt, wenn irgendwas rund um den VfB passiert ist. Ich versuche mit euch so respektvoll wie möglich umzugehen. Also hier wird keiner irgendwie bloßgestellt oder so oder lächerlich gemacht. Nee, ganz im Gegenteil. Die Sachen, die ihr uns mitteilt, werden aus meiner Sicht einfach unterhaltsam verpackt. Und wir sprechen dann jetzt darüber, was da so alles aufschlug bei uns. Oder Sebastian? Genau. Und wenn ihr Kritik habt an der STR-VfB-Mailbox, dann sprecht uns auf die VfB-STR-Mailbox und lasst eure Kritik da. Aber ich fand es auch total großartig. Also wir haben es hier eingerichtet und ich war mir echt nicht sicher, ob überhaupt jemand anruft. Und es haben halt irgendwie ganz viele Leute angerufen. Und ja, vielen Dank an euch alle. Und ihr müsst damit leben, dass wir euch dann veröffentlichen. Aber ich glaube, das wisst ihr. Aber ich finde das ganz großartig. Genau, wir machen jetzt weiter. 0711 für Stuttgart, 25 28 89 18. So, da waren ja ein paar lustige Anrufe dabei, also und auch informative, was mich natürlich sehr gefreut hat. Der Karl aus Birmingham und natürlich auch der Anrufer aus Frankfurt, die sich hier einfach mal mit einschalten. Das bringt einen besonderen Flair. Also, das freut mich natürlich. Also, das wäre vielleicht auch noch eine Idee, dass ihr von entlegenen Orten anruft und uns einfach sagt, von wo ihr jetzt gerade hier die Mailbox ansteuert. Das könntet ihr auch noch machen. Bin mal gespannt, wie viel dann hier bei uns eintrudelt. Hoffentlich kriege ich das alles weggearbeitet bis zur nächsten Ausgabe. Hoffentlich wird es nicht zu viel. Ein paar Wortbeiträge möchte ich kurz aufgreifen und deine Meinung dazu hören. Also was ich so ein bisschen raushören konnte, war schon die Unzufriedenheit mit dem Heimspiel. Ich vernahm da eine Äußerung, das Heimspiel war unterirdisch. Würdest du da mitgehen und sagen, dass es einfach viel zu wenig ist für einen ambitionierten Aufsteiger? Also ein Heimspiel, an dessen Ende 3 Punkte stehen, ist nicht unterirdisch. In der ersten Halbzeit, haben wir schon ein paar Mal thematisiert, gehe ich da mit. Das war halt mehr Weinziel als Walter. Das fand ich nicht gut. Und ich dachte, hey, wenn wir damit 1-2, 2-3 in die Halbzeit gehen, ist es okay, aber nicht so. Aber grundsätzlich denke ich halt, die Mannschaft hat halt gezeigt im Unterschied zur letzten Saison, dass man halt nicht zufrieden damit ist, gegen St. Pauli 1-1 zu spielen, sondern man hat bis zum Ende halt irgendwie gedrückt und wollte irgendwie den Siegtreffer noch erzielen. Insofern fand ich das im Ganzen einen dann wieder gelungenen Auftritt, aber die erste Halbzeit war halt spielerisch viel zu wenig und jetzt gegen St. Pauli stand sicherlich die Mentalität im Vordergrund und nicht die Spielweise. Da hat es nicht so gepasst, aber ja, So wie letzte Saison, wenn man dann gehört hat, gegen Mainz muss man nicht gewinnen. Ich kann mir keinen Spieler vorstellen, der jetzt nach dem 1-1 gesagt hätte, gegen St. Pauli muss man nicht gewinnen, sondern die Spieler waren auf dem Platz und man hat angemerkt, die sind der Meinung, gegen St. Pauli muss man gewinnen. Und der Trainer war der Meinung und der Sportdirektor und der Sportvorstand und alle waren der Meinung, gegen St. Pauli zu Hause muss man gewinnen. Und sie haben es dann halt irgendwie auch hinbekommen. Und insofern würde ich nicht sagen unterirdisch, denn wir haben gewonnen. Aber es war sicherlich nicht ganz so überzeugend wie dann noch das erste Heimspiel gegen Hannover. Ich möchte diesbezüglich Peter Boss, zitieren. Der sagte, in der Saison hast du immer so 4-5 schlechte Spiele, die du absolvierst. Und wenn du dann 3 Punkte mitnimmst, dann musst du zufrieden sein. Und ja, da bin ich ganz bei dir. Eine weitere Aussage war, es fehlt noch so ein bisschen an der Dynamik und ja, es braucht eine bessere Abstimmung und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, da können wir einen Haken dahinter machen. Das ist letzten Endes einfach wirklich das, was man jetzt noch, ja, anders gesagt, die Feinjustierung fehlt noch so ein Stück weit, oder? Ja, Feinjustierung fehlt, aber wir haben ja noch so ein paar grundsätzliche Fragen. Ne? Also ist Askasiba rechts im Mittelfeld gut aufgehoben? Ist Karasor wirklich unser Metronom, Balance, Superspieler? Also wir haben ja auch personelle Alternativen und das wird die Saison jetzt zeigen, ob das halt wirklich so ist, wie es jetzt derzeit scheint, weil wir jetzt schon eine relativ fixe Startelf, aber natürlich auch aufgrund des großen Kaders ausreichend Alternativen und da bin ich dann auch gespannt, wie Tim Walter reagiert, ob er reagiert, ob er da mal sagt, okay, Atakan Karaso ist dann vielleicht nicht in der Startelf oder Santi Askasiba spielt dann vielleicht doch mal zentraler und eher defensiv. Aber grundsätzlich bin ich da sehr optimistisch. Bin mal gespannt, welche Rückschlüsse du nachher ziehst, wenn dein Startelf-Tipp, um Gottes Willen. Ja. Also da gab es natürlich auch einiges. Ja, das kommt dann gleich. Ja. So.
So, eigentlich hast du auch schon eine zweite Frage so ein Stück weit besprochen oder beantwortet. Und zwar gab es dann auch noch so ein bisschen Kritik in die Richtung, dass aktuell zu viel gelobt wird und alles positiv gesehen wird. Und eigentlich man auch ganz schnell ja so enden kann wie der HSV, sprich den Aufstieg dann doch am Ende verspielt. Siehst du die Gefahr, dass Tim Walter momentan, ich sag mal, zu wenig kritisiert wird und die Mannschaft insgesamt ja fast schon mit Samthandschuhen angefasst wird? Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Also ich glaube, dass Tim Walter Zeit braucht, um das Team so auf den Status zu bringen, den er verlangt und den er möchte. Ja, und die Zeit erkauft er sich mit Punkten. Und deswegen ist natürlich so ein vielleicht unverdienter Heimsieg oder ein glücklicher Heimsieg natürlich total wichtig. Aber grundsätzlich finde ich es gut, ja, jetzt mit Kritik vorsichtig zu sein. Wenn man jetzt natürlich fundamentale Missstände sieht, dann muss man die natürlich kritisieren, aber die gibt's ja nicht, ne? Der Kader ist relativ ausgewogen aufgestellt, es scheint ja alles zu passen und es braucht halt noch Zeit. Und es scheint ja auch so zu sein, dass natürlich auch Trainerteam und Spieler mit den Spielen ja relativ gut umgehen und auch nach einem Spiel wie gegen St. Pauli mit einem glücklichen 2-1 Heimsieg dann nicht sagen, wir haben das Spiel total verdient gewonnen und alles ist gut und wir werden alle weghauen, sondern ich glaube, die wissen das halt schon einzuschätzen und insofern finde ich jetzt einen Umgang von der Presse und allgemein mit dem Team einen relativ wohlwollenden Umgang finde ich durchaus angemessen. Dann gab es noch Kritik daran, dass der Neuzugang, und ich sage jetzt nur noch Silas, weil es dann... Ja, wir wissen es immer noch nicht, ne? Nee, es gibt ich habe ihn ja tatsächlich auf Instagram angeschrieben, ob er jetzt Warman... Ich habe mich jetzt so ans Französische gewöhnt. Warman, ja, also, ob man es jetzt halt wirklich ausspricht, wie es im Deutschen so scheint, oder ob man es jetzt Französisch ausspricht, aber er hat mir leider nicht geantwortet. Insofern wissen wir es nach wie vor nicht. Niemand hat seinen Nachnamen bisher ausgesprochen. Ja, und wenn dann was, also ich konnte es nur bei Sky hören, dann weiß er eigentlich, dass es auf jeden Fall falsch ist. Und sonst habe ich es halt bei den französischen Kollegen gehört, die fleißig YouTube-Videos gepostet haben. Und da wird es halt logischerweise französisch ausgesprochen. Und solange wir nicht wissen, wie der Spieler, zumindest wie er möchte, dass man seinen Nachnamen ausspricht, nennen wir ihn nur noch Silas. Das ist ja auch nicht so falsch. Und wie siehst du es da mit der Kritik, dass ein Hörer meinte, ja, also wenn du halt so viel Kohle für einen Neuzugang ausgibst, dann muss der zumindest mal im Kader stehen und du kannst den nicht außen vor lassen. Weil hier verstehe ich fast schon den Anrufer, denn zum Beispiel Wataru Endo, der ja auch am selben Tag verpflichtet wurde, der stand zum Beispiel im Kader. Ja, aber wie siehst du es allgemein? Also kannst du verstehen, dass Walter sagt, den müssen wir jetzt erstmal noch aufpäppeln? Oder ist das für dich schon dann so ein kleiner Hinweis darauf, dass der vielleicht nicht so bombastisch direkt einschlagen wird, wie man sich das vielleicht hoffen würde bei 8 Millionen Ablöse? Oh, ich finde das schwierig, ne? Weil wann kommt der? Am Mittwoch oder so? Mhm. Und du spielst am Samstag und hast da als Trainer Donnerstag und Freitag, um dir einen Eindruck zu verschaffen. Und du hast dann halt mit Wataru Endo irgendwie einen Spieler, der von 11 Positionen irgendwie 6 spielen kann. Und du hast einen Angreifer, der halt von 11 Positionen 2 spielen kann oder so. Und du hast halt genug Stürmer und der Typ ist halt 19 einfach, ne? Also ich glaube, da tust du wirklich gut daran, dem zu sagen, hey, du spielst nicht, komm erstmal an und lass dir Zeit. Und ob der jetzt 6 Millionen oder 9 Millionen kostet, ist mir da auch dann völlig egal, aber ja, ich glaube, du musst den Leuten ja auch oder den Spielern wirklich Zeit geben, um ein bisschen anzukommen. Ne? Die kommen, sprechen eine neue Sprache, neue Stadt und alles ist anders und dann willst du die gleich reinwerfen und die müssen halt irgendwie Höchstleistung bringen. Das sehe ich irgendwie nicht. Also insofern habe ich da gar kein Problem damit, dass jetzt irgendwie der Silas halt nicht spielt und ich habe auch kein Problem damit, wenn er jetzt die nächsten 2-3 Spiele nicht spielt und nicht im Kader steht. Also ja, gebt ihm Zeit, der ist jung, der hat sicherlich großes Potenzial, aber der muss auch erstmal ankommen. Und du hast Alternativen im Kader, die du einsetzen kannst und das wäre vielleicht auch nicht ganz fair einem Tanguy Coulibaly gegenüber. Dass er dann vielleicht nicht in den Kader kommt und er fragt sich vielleicht auch, ich habe die ganze Vorbereitung absolviert, reißt mir den Arsch auf, ja. Also und jetzt kommt der und aufgrund der Ablöse muss man den hier mehr oder weniger präsentieren. Also da muss man sich dann natürlich auch fragen, was bringt es, diesen Spieler einfach nur auf die Bank zu setzen, einen anderen Spieler zu Hause zu lassen?
ich würde jetzt auch sagen, lass uns da mal ganz, ganz entspannt mit umgehen, dem Jungen Zeit geben, hier anzukommen, und der wird uns mit Sicherheit noch helfen. Ich habe das auch schon mal über einen Spieler gesagt, der inzwischen nicht mehr beim VfB spielt, mehr möchte ich dazu nicht sagen, und lag damit etwas daneben, aber in dem Fall sage ich, der wird uns schon noch helfen. So, dann. Nee, und wenn er wirklich erst in der Rückrunde angreift oder so, ne, und dann halt irgendwie 10 Tore schießt, aber der braucht halt die Zeit, von der das Trainerteam glaubt, dass er sie braucht, und dann wird er uns verstärken. Aber es ist jetzt ja auch keine neuralgische Position da vorne im Sturm. Da haben wir ja wirklich genug Leute. Man hat, denke ich, gegen St. Pauli gesehen, dass dieser Doppel-Ochsensturm vielleicht nicht so ganz hilfreich ist oder jedenfalls nicht immer ganz hilfreich ist, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Tempo braucht. Aber ja, da, auch da haben wir ja aktuell schon auf der Bank Alternativen, und dann gucken wir mal, wann Silas war, wie immer man ihn ausspricht, dann auch ein bisschen uns helfen kann. Dann wurde noch ein Themenfeld aufgemacht, auch berechtigterweise, und zwar, wie viele Tore haben wir, der VfB, bislang spielerisch erzielt, so wie es weiter gerne sehen würde. Das ist etwas, das hört man jetzt nicht nur von diesem Anrufer, sondern hat man auch auf Twitter schon gelesen. Muss man definitiv aufgreifen. Also bislang erzielen wir die Tore halt eben nicht so wie Tim Walter, dass sie sich idealerweise vorstellt, wobei er wahrscheinlich auch nicht sagt, Mensch, das ist ja eine Katastrophe, dass der Sosa so Hammer Flanken schlagen kann und uns damit schon das ein oder andere Tor aufgelegt hat. Aber im Prinzip stimmt es natürlich, es fehlt so irgendwie noch die Kirsche auf der Torte, wenn man halt eben ständig diese Passstaffetten sieht, lange Ballbesitzphasen, auch mal gute Pässe dabei, aber es fehlt halt noch so dieser geniale Moment im Strafraum, der dann einen Spieler freispielt, der dann irgendwie noch am besten mit der Hacke das Tor erzielt oder so. Also vielleicht nochmal anschließend an die Frage, die wir ja vorhin schon beantwortet haben, ob es halt einfach noch eine bessere Abstimmung bedarf. Siehst du es da ähnlich, dass das mit der Zeit kommt? Oder glaubst du, dass Walter in seiner Spielweise sich vielleicht auch noch so ein bisschen umstellen muss und eher daran gewöhnen muss, dass er jetzt nicht ständig der Trainer einer Mannschaft ist, die den Ball hinterherjagt, sondern eben der Trainer einer Mannschaft ist, der mit dem Ball etwas anfangen muss? Also das ist die etwas, mit dem Ball, sorry, das muss ich noch sagen, die, ich möchte grammatikalisch so korrekt wie möglich sein, die mit dem Ball etwas anfangen muss. Also ich hoffe wirklich sehr, dass Tim Walter natürlich, und ich glaube es auch, dass er sich halt anpasst, ne? Also er ist halt nicht mehr Trainer von Holstein Kiel, sondern er ist Trainer vom VfB Stuttgart, und der VfB Stuttgart ist in jedem Spiel, wie er auch selber immer wieder betont, Favorit, und da bedarf es natürlich auch anderer Strategien und Taktiken als dann vielleicht für Holstein Kiel, und ich hoffe schon, dass er das dann akzeptiert und das auch fordert, dass man dann vielleicht auch über Standards erfolgreich ist, und wenn man halt Spieler wie Mario Gomez und Gadoui halt in der Startelf hat, dann muss man ja auch mit Flanken rechnen und planen, weil sonst machen die zwei ja gar keinen Sinn. Also wenn du irgendwie klein, schnelles Kurzpassspiel planst, dann brauchst du die beiden da vorne ja eigentlich nicht. Also die beiden brauchst du da vorne, wenn du halt mit Flanken rechnest. Und insofern hoffe ich drauf, und ich glaube es auch, dass Tim Walter sein Spiel dann auch so ein bisschen stuttgarterisiert und es anpasst. Dann wird das funktionieren, und ich glaube auch, dass wir gegen Aue keinen Doppel-Ochsensturm sehen werden. Ja, da lehne ich mich auch schon aus dem Fenster und zeigt dir zumindest eine Karte. Auch ich glaube nicht, dass wir mit Doppel-Ochsensturm in Aue antreten werden. Ja, weil das hat halt gegen St. Pauli halt einfach gar nicht funktioniert. Ne? Die beiden hingen halt völlig in der Luft, hatten so gut wie keine Chance, und das war einfach nichts. Der Karl aus Birmingham hat gesagt, alles ist so viel besser als letztes Jahr. Können wir also vielleicht nicht in dieser Konsequenz mitgehen, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, ja. Also ja, absolut. Also die erste Halbzeit war nicht so viel besser als letzte Saison, aber der Rest war besser. Und das Drumherum auch. Die Mannschaft, auf die hat man mehr Bock. Der Trainer, Sportdirektor, Sportvorstand. Dass es keinen Präsidenten gibt, ist auf jeden Fall schon mal besser als letztes Jahr. Also es gibt schon ein paar Punkte, wo man sagen kann, es ist vieles, vieles besser als letztes Jahr. Genau, und nachdem wir das Spiel jetzt eigentlich schon abgehakt haben, können wir auch noch kurz auf die Szenerie nach dem Spiel eingehen, denn da stand die Mannschaft wie gewöhnlich nochmal an der
16-Meter-Linie vor der Cannstatter Kurve und hat sich feiern lassen nach einem Sieg, völlig zu Recht. Aber danach hat dann auch, das hast du genauso gesehen wie ich, Daniel Didavi das Team aufgefordert, auch noch hinters Tor zu gehen, über die Absperrungen in die Cannstatter Kurve. Und das ganze Team hat sich da dann tatsächlich auch noch mit der Kurve abgeklatscht. Und das ist was, das habe ich seit vier Jahren nicht gesehen. Also das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und da muss ich aber dazu sagen, dass mir der Tim, also der Blog aus Cannstatt, geschrieben hat und meinte, dass der Vorsänger, also der Benno, glaube ich, war es, vom Kommando Cannstatt, die Mannschaft aufgefordert hat, zum Block zu kommen. Nichtsdestotrotz gab es diese Aufforderung mit Sicherheit auch schon mal in den Jahren zuvor. Und da ist man denen halt nicht nachgekommen. Und in dem Fall war es dann wirklich die Davi, der sich auf die Kurve zubewegt hat und die Mannschaft zu sich gewunken hat. Hey Leute, jetzt gehen wir da auch rein. Und ja, alles andere hast du schon dazu gesagt. Aber das möchte ich hier noch vervollständigen, dass wir da Informationen direkt aus dem Block erhalten haben. Lieber Tim. Muss man natürlich sagen. Du kannst an der Stelle natürlich auch gerne anrufen. 0711 für Stuttgart 2528-8918. Wenn du solche Sachen siehst, werde STR-Reporter. Wir zahlen zwar nichts. Wie Bild-Lesereporter, um Gottes Willen. Was haben Sie gesehen? Ja, genau. So, nee, aber ich fand schon erstaunlich. Und natürlich, und es war jetzt halt vor allem auch nach einem relativ glücklichen 2:1 gegen St. Pauli und nicht nach einem 5:1 Heimsieg gegen Hannover in der ersten Liga. Also insofern fand ich das schon relativ beachtlich und bestärkt mich auch in meiner Meinung, dass die Fans und auch die Kurve, also natürlich sind auch Fans in der Kurve, aber die Fans im Allgemeinen und die Hardcore-Fans in der Kurve im Besonderen sehr viel Geduld auch mit der Mannschaft haben. Und dass das Team auch nach dem Abpfiff halt wirklich noch dann direkt in die Kurve gegangen ist, bestätigt auch so das Gefühl, was man hat, dass Verein und Team auf der einen Seite und Fans auf der anderen Seite auch einfach so wieder ein bisschen näher aneinander rücken, weil das, was da gegen St. Pauli danach Abpfiff geschehen ist, hätte ich mir unter Korkut und auch unter Weinzierl, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ja, auch die Spieler, die letzte Saison auf dem Platz standen, irgendwie. Genau, und auch die Spieler, die noch da waren. Ne? Ja. Muss man sagen, wir haben ein komplett neues Team einfach. Also das sind wenig Spieler noch dabei, die auch in der Abstiegssaison noch dabei waren, klar. So, und dann gab es natürlich noch die Frage, die wir ja schon beantwortet haben, warum der Kapitän Marc-Oliver Kempf in der 80. ausgewechselt wurde. Ja, Flasche leer, könnte man sagen, wenn man. Kraftprobleme. Ja, also auf jeden Fall. Wurde er nicht ausgewechselt aus Leistungsgründen oder dergleichen, sondern irgendwas fehlte. Und zum Schluss, noch eine allgemeine Frage, aber wir versuchen da auch noch ganz kurz drauf einzugehen. Und zwar, wie unterscheiden sich unsere Trainingsanalysen im Vergleich zu anderen Bundesligisten? Tja, also jetzt ich kann dazu, weiß nicht, Sebastian, ob du da einen besseren Einblick hast, aber ich kann dazu sagen, dass sich das wahrscheinlich gar nicht so sehr unterscheidet, ohne jetzt konkret zu wissen, was sich da unterscheiden soll. Also soweit ich weiß, werden alle Trainingseinheiten aufgezeichnet, direkt danach analysiert. Außerdem gibt es natürlich diese, Sport-BHs für den Herren, die alle möglichen Körperdaten aufzeichnen mit Bewegungsmelder und ich weiß, glaube auch in wenn sich irgendwo Flüssigkeit ausläuft, das wird alles angezeigt. Also die sind halt rund um die Uhr komplett überwacht, zumindest rund um die Uhr, das ist jetzt nicht richtig, aber solange sie halt auf dem Trainingsplatz stehen, werden die komplett überwacht. Es gibt ständig die Laktattests, werden, glaube ich, auch die Spieler inzwischen ernährungstechnisch betreut. Also ja, das Übliche, würde ich mal sagen, aber detailliert kann ich dazu nichts sagen. Ist dir da irgendwas bekannt? Nee, gar nicht, aber man hat es ja so ein bisschen auch in Erinnerung aus der Timo Werner-Geschichte, ne? Als er dann sagte, dass er hier irgendwie, seit er in Leipzig ist, weiß man, wie man gesund Mittag isst und in Stuttgart hat er irgendwie in jeder Mittagspause einen Döner gegessen. Also da scheint es tatsächlich Verbesserungspotenzial gegeben zu haben, aber ich glaube mittlerweile auch, dass der VfB da State of the Art ist und seinen hochbezahlten Mitarbeitern sagt, dass sie mittags vielleicht nicht immer einen Döner essen sollen, sondern vielleicht auch mal einen kleinen
gemischten Salat mit Dressing. Aber ja, also ich gehe einfach mal davon aus, dass der VfB da genauso gut ist wie alle anderen Konkurrenten. Aber ich kann es nicht irgendwie verifizieren. Aber das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema, dass man irgendwer ein anderer Block vielleicht mal beackern kann. Nee, keine Ahnung, aber es ist tatsächlich eine interessante Frage, die ich aber nicht beantworten kann. Ja, vielleicht kriegen wir da noch irgendwann eine Antwort nachgereicht. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr natürlich anrufen. 0711 für Stuttgart 25 28 89 18. Und das war die erste STR-Mailbox mit anschließender Besprechung und Beantwortung diverser Fragen. Ich hoffe, euch gefällt das. Lasst es uns wissen. Ihr müsst auch jetzt nicht wirklich unbedingt nochmal anrufen. 0711 für Stuttgart 25 28 89 18. Ihr könnt auch auf Twitter @VfBSTR, auf Facebook @VfB3STR oder auf Instagram @VfBSTR uns eine Nachricht zukommen lassen. So, kommen wir zum Spiel gegen Aue, lieber Sebastian. Und, das ist schon am Freitag, ne? Also übermorgen oder so. Auf jeden Fall fühlt sich das wirklich also sehr in naher Zukunft an. Also irgendwie ja, bin ich da noch nicht so richtig im Flow mit diesen Anstoßzeiten und Spieltagen. Das Samstag 13 Uhr Spiel fühlt sich irgendwie an wie ein Sonntag 18 Uhr Spiel, oder? Also ich meine, jetzt ist Montag. Alles scheiße, ich bin fast zu spät gekommen. Ja, und jetzt ist Montag und das Samstagsspiel fühlt sich an, als ob es schon irgendwie ewig her wäre. Also da komme ich echt gar nicht mit irgendwie. Also ja, das braucht für mich auch nicht dieses Geflattere da mit diesen ganzen Bundesliga-Spieltagen. Ja, und dann Samstagmorgen irgendwie relativ früh aufstehen und dann musst du halt irgendwie um 12.30 Uhr schon Bier trinken und so. Das ist echt nichts für mich. Also da bin ich Traditionalist, das brauche ich nicht. Das würde mich mal interessieren, ob im Vergleich zu einem, ja, ich sage jetzt mal, herkömmlichen 15:30 Spiel der Bierkonsum gleichbleibend ist in der Arena oder ob er fällt oder steigt. Das würde mich mal interessieren. Wir müssten mal irgendeinen Verantwortlichen von Aramark irgendwie mal als Gast bekommen. Aber also ich kann dir auf meiner persönlichen Beobachtung in der S2 von Beutelsbach nach Cannstatt sagen, es macht keinen Unterschied. Also Sebastians Feldstudien, auch die gibt es in Zukunft hier bei STR weiterhin. Und wie schon angekündigt, werden wir jetzt so ein bisschen über Aue sprechen. Natürlich fällt uns das immer so ein bisschen schwerer bei Zweitligisten. Die kennen wir jetzt nicht so gut, wir versuchen es trotzdem. Da gab es heute ja überraschende Ereignisse, möchte man fast schon sagen. Den Cheftrainer Daniel Meyer sowie dessen Bruder, sein Assistenztrainer André Meyer, wurden heute vorerst, heißt es, beurlaubt. Was da jetzt genau vorgefallen ist, weiß keiner. Wir wollen uns jetzt hier auch nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Fakt ist eins, Aue stand jetzt erstmal ohne Trainer da, denn der dritte Co-Trainer hat leider Gottes keine Lizenz, um am Freitag an der Seitenauslinie zu stehen. Also da bin ich mal gespannt, wer dann die Mannschaft, unseren Gegner betreuen wird. Ja? Aber das ist natürlich schon jetzt ein Umstand, der sehr überraschend kommt, denn Aue ist an und für sich sehr gut in die Saison gestartet mit 2 Siegen und wenn man den Pokal mit dazu nimmt, dann sogar 3. Gut, da war der Gegner überschaubar, aber sei es drum, trotzdem musste es erstmal so wuppen. Ich denke mal, da kann man gar nicht viel zu sagen, oder Sebastian, möchtest du noch was ergänzen zu der Trainergeschichte? Nee, aber die Formulierung des Vereins, vorerst beurlaubt und keine weiteren Stellungnahmen und dann die Tatsache, dass der Cheftrainer dann ein Spiel auch gar nicht auf der Bank saß wegen eines Trauerfalls in der Familie, lässt hier darauf schließen, dass dieser familiäre Trauerfall der Grund dieser temporären Beurlaubung ist. Da muss man auch dann gar nicht weiter drüber spekulieren. Also das scheint persönliche Gründe zu haben und ich glaube, Aue wird halt dann auch die Meyers nach einer gewissen Phase vermutlich wieder enturlauben und wieder als Cheftrainer einstellen, weil sie ja sehr erfolgreich gestartet sind. Das sind dann irgendwie persönliche Schicksale. Das ist echt traurig. Aber ja, aus Stuttgarter Sicht spielen wir halt am Freitag dann auswärts gegen einen Gegner, der aktuell keinen Cheftrainer hat. Aber andererseits, ja, wenn man als VfB Stuttgart halt gegen Erzgebirge Aue spielt, darf das dann natürlich auch kein Grund sein, pro oder contra eines Siegs, weil ich denke, da ja müssen 3 Punkte halt auch wieder einfach drin sein. Ja, da gebe ich dir recht. Normalerweise
sollte das eigentlich ein Sieg für uns werden, aber ich habe ja schon angekündigt, dass Aue mir gerade in der Offensive eigentlich ganz gut gefällt. In der Defensive wirken sie hier und da etwas langsam, ein bisschen behäbig, aber auch das ist jetzt nicht so verwunderlich. Oft machen das Zweitligisten dann eben mit einem guten Stellungsspiel oder auch mit Einsatzwillen Mentalität wieder weg. Also man sieht das ja bei Holger Badstuber, der ist jetzt auch nicht der Schnellste, aber wenn es dann in 1:1 Situationen wirklich zur Sache geht, packt er den einen oder anderen Trick dann doch nochmal aus. Also damit müssen wir auch hier so ein bisschen rechnen. Aue hat sich von Paok Saloniki einen sehr guten Innenverteidiger, aus meiner Sicht einen sehr guten Innenverteidiger ausgeliehen, und zwar Marko Miojevic. Ja, das ist immer so eine Sache mit diesen Namen aus Ex-Jugoslawien. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt daherkommt, nicht, dass er jetzt woanders herkommt und nicht jetzt schon wieder mich hier in die Nesseln setze, aber klingt zumindest so. Der ist auf jeden Fall einfach hervorzuheben. Das ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Aber insgesamt würde ich sagen, ist diese Defensive ein Ticken zu langsam. Das könnte uns zugutekommen, je nachdem, wer dann anfängt beim VfB Stuttgart. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Was Aue aber ausmacht, sind echt gute Umschaltmomente. Also das wissen sie einfach richtig, richtig gut für sich zu nutzen. Die sind dann schnell, haben richtig gute junge Spieler, die Lust auf mehr machen. Florian Krüger zum Beispiel, erst 20 Jahre alt, hat schon ein Tor geschossen, 2 Tore vorbereitet. Ist ein richtig guter Mann, auf den wir uns, weiß nicht, freuen, in Anführungsstrichen, also können. Also es ist halt einfach ein interessanter Spieler, so möchte ich es mal sagen. Tom Baumgart, der im rechten Mittelfeld zu Hause ist, 21 Jahre alt, auch ein sehr interessanter Spieler, bislang mit einem Tor. Zwar nur im Pokal, aber immerhin erfolgreich gewesen. Und dann gibt es natürlich noch so Evergreens wie Dimitri Nazarov, der ja auch schon mal gegen uns getroffen hat und inzwischen auch schon 2 Saisontore erzielen konnte, die immer für Gefahr aus dem Mittelfeld sorgen. Jan Hochscheid, auch ein gefährlicher Mann, auch er mit 2 Toren schon. Also die haben schon eine Menge Torgefahr im Mittelfeld, bringen da auch ein gewisses Tempo mit. Das heißt, in den Umschaltmomenten müssen wir hellwach sein und einfach versuchen, die Jungs dann nicht solche Chancen zu ermöglichen, wie es letzten Endes St. Pauli gegen uns hatte. Weil ich glaube und befürchte, dass Aue das eiskalt ausnutzen wird und wir dann große Probleme haben dürften, dieses Spiel positiv zu gestalten. Das ist das, was ich jetzt in meiner kurzen Analyse über Aue herausfinden konnte. Ja. Weiß nicht, ob du irgendwas gesehen hast von Aue, wahrscheinlich jetzt nicht so viel. Ich gucke es mir auch nur an, wenn wir hier über den Podcast reden. Sonst ist es nicht so, dass ich mir Aue abspeichere. Mit Genuss ihre erste Saisonniederlage gesehen gegen Bielefeld, weil ich bin ja so, bin ja aus der Zwale und habe ja so ein zweites Fanherz für die Arminia. Und habe natürlich gerne gesehen, dass die Arminia dann gegen Erzgebirge Aue gewonnen hat und ihnen die erste Saisonniederlage beigebracht hat. Und aber auch da, ne, sie haben ein Tor geschossen, sie haben jetzt ein Torverhältnis von 6:5, wir haben 6:4, also beide Abwehrreihen durchaus angreifbar und einen sehr performanten Sturm. Dann in Aue, das wird sicherlich nicht einfach, aber jetzt irgendwie 5 Euro ins Phrasenschwein, wenn du aufsteigen willst, musst du in Aue gewinnen. Punkt, kann man so stehen lassen. So, die Frage ist, wie gewinnt man in Aue? Ja. Und da sind wir bei dem Stadtelf-Tipp, der sich inzwischen etabliert hat, als weiteres Segment hier bei SDR. Nur noch mal zur Erinnerung, ihr werdet es vielleicht schon vergessen haben, 0711 für Stuttgart, 25 28 8918. Auch da könnt ihr natürlich eure Stadtelf zum Besten geben. So, jetzt aber zur Auflösung des 3. Spieltags, Sebastian. Und da gibt es in der Geschichte dieser SDR-Stadtelf-Tipp-Reihe das erste Unentschieden. Wir haben beide 9 Spielteilnehmer. Boah, 9 von 11, das ist echt brutal. Richtig getippt. Ja. Also wir sind echt so kleine Tim Walters. Das war richtig gut, ja. Wir haben ihn verstanden. Ja. Wir haben Tim Walter inzwischen verstanden. So, natürlich nicht, weil er mich immer wieder überrascht. Ich denke mal, dich auch. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Rückschlüsse du aus dem St. Pauli-Spiel ziehst. Wir haben ja beide schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass es wahrscheinlich nicht auf Gomez und Al Gaudi hinauslaufen wird. Also es ist wirklich unglaublich, wie man, wenn ich habe den Namen jetzt hier gerade vor mir, ja, Al Gaudi, wie man da drauf kommen kann, dass der Mann Al Gaudi heißen könnte, ist ein absolutes Rätsel für mich. Aber ja, weil er so viel Spaß macht. Ja, schön. Gut, lass uns im Tor anfangen. Das ist wieder weniger spektakulär wie noch vor dem letzten Spiel. Und ich lege mal direkt vor und sage, Gregor Kobel wird im Tor stehen.
Ja, absolut. Ich glaube, wir können unsere ganze Defensivreihe irgendwie relativ schnell fix machen. Also Moment. Oh, okay. Also du siehst Marc-Oliver Kempf noch nicht einsatzfähig? Doch. Ich frage mich halt, ob, ob der gute Herr Phillips, Nathaniel Phillips, ob der nicht... Siehst du? Ja, der, nee, aber dann mach du mal deine Viererkette. Na, ich habe Bart Stuber aufgestellt in meiner Viererkette. Das möchte ich schon mal sagen. Ich gehe natürlich auch Nummer sicher. Für viele war Holger Bart Stuber ja der Man of the Match gegen St. Pauli insofern. Ehrlich? Das und zu Recht, also der wird spielen. Ja, also für mich war halt Marc-Oliver Kempf noch ein bisschen stärker, nicht allein, nicht nur wegen seinem Tor, sondern ja, insgesamt ist halt für mich der stärkere Innenverteidiger gewesen am Samstag. Ja, ich sehe schon Bart Stuber in der Innenverteidigung, aber der Phillips ist nah dran, so möchte ich es mal sagen. Also Holger darf sich keine Aussetzer erlauben, weil ich glaube, der Phillips ist wirklich näher dran als du mir das hier gerade zugestehst. Ansonsten denke ich mal, können wir uns hier einigen auf Stenzel Phillips, auf Stenzel Bart Stuber, Kempf und Sosa, oder? Genau, und Kobel hinten drin. Das ist genau. Halt meine Defensive, gar keine Frage. Also, dann kommen wir zur Sechserposition. Da kann ich schon vorwegnehmen, da habe ich wirklich vier Optionen jetzt aktuell. Ich sehe Carazor natürlich als den Sechser schlechthin. Ich würde es, glaube ich, auch nicht gut finden, wenn man sagt, jetzt nach 3-4 Spielen, wenn man das DFB-Pokalspiel mit dazu nimmt, wir tun ihn jetzt raus und bringen den Endo oder den Askasiba auf diese Position. Aber ich würde es auch nicht völlig abwegig finden, wenn man Carazor vielleicht mal eine Pause gibt. Ja, also hat er die komplette Vorbereitung mit bestritten, hat auch da häufig lang gespielt, also durchgespielt und nicht nur eine Halbzeit bestritten wie viele andere. Vielleicht braucht er auch mal diese kleine Pause. Aber eigentlich würde ich als Trainer sagen, auf so einer Position braucht es Kontinuität und keine Experimente. Und es gehört auch einfach dazu, dass du mal hier und da einen schlechten Ball spielst, dass du Zweikämpfe verlierst. Aber wenn du dann den Spieler direkt wieder rausnimmst, woher soll er dann das Selbstvertrauen bekommen, ja, dann auch weiterhin mutig zu spielen. Also ich glaube, du musst als Trainer bereit sein, dann deinen Sechser auch mal vielleicht den einen oder anderen Fehler zu gestehen. Wenn es dann so ausgeht wie gegen St. Pauli, dann kann man ja fast schon damit leben. Wie siehst du es auf der Sechserposition? Man könnte ihm noch eine Chance geben, aber ich glaube, eine Pause würde ihm auch gut tun und deswegen glaube ich, dass Tim Walter Santi Askasiba zurückzieht auf die Sechserposition und er lässt ihn zentral spielen. Aha, guck mal an. Okay, dann kommen wir zum offensiveren Part. Da ist bei mir Daniel Didavi eigentlich gesetzt. Auf A10, ja. Da gehe ich mit. Und dann sind natürlich wieder die Außenpositionen zu besetzen. Mhm. Da haben wir Castro aktuell auf links und auf rechts hatten wir bislang Askasiba. Genau. Ja. Und du setzt Askasiba und ich setz Philipp Clement. Also Castro ist bei dir safe. Ja. Gut, gehe ich mit. Castro ist safe, der hat auch ein gutes Spiel gemacht gegen St. Pauli. Und nee, dann ist das, halt, das passt. Also der, ja, das ist halt ja, für mich trotzdem. Der rennt ja unter Tim Walter, wie er zuvor nie gerannt ist und so. Das ist super. Nee, passt für mich. Also bei Askasiba bin ich mir, ich will ihn spielen sehen, aber Clement und auch Klimowitz, auch wenn du vielleicht jetzt die Augen nach oben ziehst oder die Augenbrauen nach oben ziehst, die Augen nach oben ziehen, das wäre ein Kunststück. Also da würde ich jetzt wirklich dann noch hier ein Video posten, wenn du das hinkriegst, aber... Über FaceTime machen, aber ich könnte mit meinen Augenbrauen vielleicht irgendwie so ein bisschen rollen oder so. Oh, das klingt auch interessant. Das kommt dann auf Twitch demnächst. Also wenn ihr das wollt, einfach mal anrufen. 0711 für Stuttgart, 25 28 8918. So, nein, für mich ist Clement natürlich eine Option, wobei er natürlich jetzt am Samstag nicht mal eingewechselt wurde. Ja, ist auch mal ein Statement. Und Klimowitz wurde jetzt schon zum zweiten Mal eingewechselt. Und ich glaube auch, dass Tim Walter viel von ihm hält. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht eine Überraschung gibt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die tippen soll. Ist echt schwer. Castro nimmt er nicht raus. Im Leben nimmt er Castro nicht raus. Das ist für ihn ein ganz wichtiger Spieler. Erstaunlicherweise scheint Castro echt so ein Fixpunkt im Walter-System zu sein. Ne? Also man hat es ja irgendwie gar nicht erwartet, aber er scheint sehr wichtig zu sein und er macht es ja auch wirklich gut. Außer er stellt nochmal vorne um, bringt dann Klimowitz Gesundheit. Entschuldigung, ich muss nochmal niesen. Nein, ich muss nicht. Nein, alles gut. Lass ich drin. Ich bin durch. Dann Klimowitz vorne in den Sturm. Vielleicht zusammen mit Gonzales und dann im Zentrum ein größerer Stürmer.
Und das wäre auch noch eine Option. Aber er wird wahrscheinlich dieses 4-4-2 genauso lassen. Was sage ich jetzt? Jetzt muss ich mich entscheiden. Ja. Ich sag Clement. Clement spielt von Beginn an. Ja, und Askar Sieber sitzt draußen. Ist nicht mein Wunsch, sage ich gleich dazu. Aber ich sage, Clement spielt. Und im Sturm, Sebastian, wen haben wir denn da? Achso, halt, warte mal. Du nimmst auch Clement, oder? Ja, aber statt Karasor quasi. Also, stimmt, du machst, ne? Santi auf die 6. Genau, okay, ja, genau. Alles klar. Dann haben wir da dann haben wir da die Unterschiede. Okay, dann kommen wir zum Sturm. Bei mir ist Gonzalez da schon safe nach seinem Tor und auch nach den Lobhudeleien von Walter bin ich mir relativ sicher, dass der wieder spielen wird. Ja, also ich spiele mit Gogo Sturm. Gonzalo Gomez. Ja, das ist auch meine erste Variante. Ja. Gonzalez, Gomez. Ja, weil Al-Ghadoui hat halt auch hier Standing halt einfach und der war auch gegen St. Pauli jetzt nicht so präsent. Ja, Gomez war auch richtig schlecht gegen St. Pauli, muss man sagen. Also das. Ja, das war nicht gut. Also mein Wunsch wäre sowas wie Gonzalez Klimowitz. Einfach mal was, weißt du, so eine neue Komponente. Ich sehe diesen Klimowitz wirklich sehr nah an der Stadtelf. Ja, das schon, aber Zufall, ich glaube halt auch in der zweiten Liga hast du halt echt einen Vorteil, wenn du halt vorne irgendwie so einen Veteran, so eine Kante drin hast, wie Gomez oder wie auch Terodde, weißt du, den halt den Ball irgendwie servieren musst, der macht ihn halt rein. Und das reicht halt gegen Aue und gegen St. Pauli und gegen 17 von 18, na, du hast ja gerade, also gegen 16 von 17 Gegnern reicht das halt einfach, ne? Und insofern glaube ich, dass halt Gomez auf jeden Fall bringt. Aber Silas ist für dich keine Option. Nee, also zur Halbzeit vielleicht. Oder ja, also als Einwechselspieler. Okay, dann muss ich mich noch festlegen. Ich sage, um es hier ein bisschen spannend zu machen, sage ich Gonzalez Klimowitz. Der argentinische Sturm läuft auf. Der Gaucho-Sturm, okay? Der Gaucho-Sturm. Es wird dann vielleicht auch so ein bisschen vom System eine kleine Änderung geben, könnte ich mir vorstellen. Aber komm, ich gehe mal all in hier. So. Also, das war der Start-Tipp. Aber ich glaube, du führst ja sowieso in der Rangliste. Ja. All-Time, insofern hast du ja ein bisschen Vorsprung. All-Time klingt auch so, als ob es diesen Podcast seit 20 Jahren gibt und ich mich da durchtanke. Seit 19 Jahren ungeschlagen, vor genau. allem bei den Auswärtspartien. Nein, wir werden sehen, wie das für uns ausgeht. Aber ich, um das jetzt hier noch zu sagen, für meine Ehrenrettung, ich gehe eigentlich davon aus, dass Gonzalez Gomez spielen, aber ja, wie gesagt, ich würde es cool finden, wenn Klimowitz eine Chance bekommt. Ich würde es cool finden, wenn Clement von Beginn an mal ran dürfte. Also, wenn er fit ist, ist er mit Sicherheit eine Bereicherung für das Spiel und kann natürlich dann auch einfach ja ein paar coole Pässe spielen, die ein Stück weit gegen St. Pauli gefehlt haben. Wahrscheinlich besser, als Askar Sieber das rüberbringen kann. Ist halt die Frage, ob du dir das leisten kannst bei einem so kampfstarken Gegner, weil auch da ist Aue halt einfach bekannt für, dass sie über den Einsatz kommen und das, wie die meisten Zweitligisten halt über Mentalität Spiele gewinnen, dann ist es einfach gut, so ein Giftzwerg da auf dem Platz zu haben. Und das meine ich mit viel Respekt Santiago Askar Sieber gegenüber. Gut, kommen wir zum DFB-Pokal. Da machen wir es schnell. Da gibt es ein eher bitteres Los. Und zwar wird der VfB vermutlich am Dienstag, den 29.10. in Hamburg antreten müssen. Das Besondere ist, dass man am Wochenende davor auch schon in Hamburg spielt und auch gegen den HSV antreten wird. Wahrscheinlich dann am 25. oder 26.10. Das ist, glaube ich, noch nicht terminiert. Und ein paar Tage später gibt es dann das zweite Aufeinandertreffen. Sebastian, deine Meinung zum Pokal los? Ja, ich glaube, wir spielen ja schon traditionell irgendwie immer auswärts und insofern ist das Los ja gar nicht so blöd, weil wir spielen am Freitag, Samstag, Sonntag oder vielleicht sogar Montag. Nee, Montag gibt es nicht. In Hamburg. Nee, Montag gibt es nicht. Wenn unter der Woche DFB-Pokal ist, gibt es keine Montagsspiele in der zweiten Liga und auch in der ersten Liga gibt es keine Montagsspiele. Okay, also Freitag, Samstag, Sonntag sind die Termine für das Ligaspiel. Mhm. Und dann könnten wir Dienstag oder Mittwoch dann. Das steht auch schon relativ sicher fest, dass wir dienstags in Hamburg spielen. Da ist der Grund, dass St. Pauli ein Heimspiel hat gegen Frankfurt und die Frankfurter aufgrund der Euroleague ein paar Tage länger Pause bekommen, was den Ligabetrieb angeht. Wahrscheinlich erst Sonntag spielen und dann natürlich dann nicht gleich schon wieder Dienstag im DFB-Pokal antreten müssen. Also es deutet alles darauf hin, dass das DFB-Pokal an einem Dienstagabend stattfinden wird.
Und ja, die Terminierung für die Zweitligapartie, das muss man abwarten. Könnte sein, dass es Freitag ist, kann sein, dass es Samstag ist. Wenn man jetzt fies wäre, dann legt man das auf den Sonntag. Aber ich gehe davon aus, dass wir Freitag oder Samstag im Ligabetrieb gegen Hamburg spielen und Dienstag ist safe, 29.10. Dann im DFB-Pokal. Genau, und irgendwie Hintergrundinfo, also die Herbstferien in Baden-Württemberg sind genau in der Woche, in der dann das Pokalspiel in Hamburg ist. Also einem Familienausflug in den hohen Norden steht eigentlich gar nichts entgegen. Ja, und die Chancen, um das noch einzuordnen hier, wie siehst du die Chancen auf ein Weiterkommen? Sind wir Favorit? Nö. Also ich meine, Hamburg ist aktuell Tabellenführer in der zweiten Liga, wir sind Zweiter. Mhm. Es ist 50-50, ne? Also wenn wir jetzt irgendwie innerhalb von 5 Tagen Ligaspiel und Pokalspiel gegen Hamburg haben, in Hamburg, dann wäre ich auch mit einem Sieg und einer Niederlage völlig zufrieden. Also das ist für mich komplett 50-50. Oh, das ist eine schöne Frage. Was ist dir wichtiger? Sieg in der Liga oder Sieg im DFB-Pokalspiel? Jetzt spontan würde ich sagen, Sieg in der Liga. Okay. Wenn ich wüsste, dass dann im Achtelfinale ein Heimspiel auf den VfB wartet, im DFB-Pokal, dann würde ich lieber den DFB-Pokal ja, absolut. Erfolg nehmen. Aber wenn ich ist dann wieder. Schon ein Achtelfinale? Es gibt, glaube ich, keine dritte Runde, oder? Gibt es noch eine dritte Runde? Ja, Achtelfinale, okay. Ja. Also, wenn wir danach Heimspiel hätten gegen einen geilen Gegner und so, schwierig. Aber jetzt so. Ja, ohne Vorgaben würde ich sagen, hey, lass uns in der Liga gewinnen, lass uns aufsteigen und dann gucken wir weiter. Scheiß auf den DFB-Pokal. Scheiß auf die Euroleague, kann man wahrscheinlich sagen, weil ja. Ist ja damit verbunden. Gut, dann lass uns noch so ein bisschen auf unsere zweite Mannschaft gucken. Ich habe mir gestern die Zeit genommen und bin einfach mal an die Mercedesstraße gefahren und habe mir das Spiel der zweiten Mannschaft angeschaut. War relativ voll, 440 Zuschauer haben sich auch gedacht, Mensch, so ein schöner Sonntag, da kann man sich mal so ein Oberligaspiel angucken. Also die Kulisse war schon beeindruckend für ein Oberligaspiel. Und am Ende gewinnt der VfB 2 mit sage und schreibe 7-3 gegen Ilzhofen. Also es war wirklich ein richtiges Schützenfest. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es bereits nach 41 Minuten 5-1 stand für den VfB. Ja, was ist mir da aufgefallen? Also hauptsächlich natürlich die Jungs, die von der zweiten Mannschaft jetzt in der ersten, andersrum, die von der ersten Mannschaft in der zweiten Mannschaft aushelfen. Roberto Massimo, der als Rechtsverteidiger eingesetzt wird von Paco Vaz in der zweiten Mannschaft und das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und das ist, sorry, wenn ich da kurz reingrätsche, das ist auch irgendwie eine Vorgabe von Tim Walter, oder? Die Idee ist wohl wirklich, dass man Massimo jetzt mittelfristig als Rechtsverteidiger umschult. So. Genau, weil wir haben ja in der ersten Mannschaft keinen Backup für Stenzel und Massimo soll das wohl machen und ist ja gelernter Stürmer eigentlich und übt jetzt in der zweiten Mannschaft Rechtsverteidiger. Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt schon wirklich als Backup vorgesehen ist. Ich glaube wirklich, dass Endo da die Rolle spielt und ja, Tim Walter hat das ja auch schon erklärt, Bonasosa könnte zur Not auch als Rechtsverteidiger auflaufen und ich würde auch jetzt momentan fast wetten, dass Walter, sollte es jetzt eine Auswahl geben von Stenzel, eher die Variante wählt, Sosa auf rechts und auf links dann Insua. Das sehe ich als wahrscheinlicher an, als die Variante, dass dann Massimo da seine große Stunde bekommt und Endo, weiß ich nicht, kann ihn nicht einschätzen, habe ich noch nicht gesehen, der ist natürlich auch noch mit in der Verlosung. Aber was man erkennen kann, ist, dass Massimo zumindest in der Oberliga, und da sollte das ja auch zeigen, wirklich ein brutal guter Spieler ist. Also er hat ein Tor erzielt, eins vorgelegt und mir ist auch aufgefallen, einmal in der ersten Halbzeit grandios verteidigt, also mit einem kompletten Sprint über das halbe Feld in letzter Sekunde ja einfach noch einem einschussbereiten Ilzhofener in die Quere gekommen und hat da alles reingeworfen. Das sah insgesamt richtig, richtig gut aus. Was mich auch sehr interessiert hat, war, wie Koulibaly so spielt, weil da heißt es ja immer, der hat die Geschwindigkeit und so und den Körper und alles Mögliche. Und da muss ich sagen, Tempo ist beeindruckend, keine Frage. Also das ist ein Mann, der ungeheuerliches Tempo an den Tag legen kann. Und vor allem war beeindruckend, wie er nochmal anziehen kann, den Sprint. Also wenn der schon im Sprint ist mit seinem Gegenspieler, zieht er auf einmal nochmal an und du hast echt das Gefühl, als ob er hier so einen Boost-Knopf drückt und ja, seinen Gegner halt einfach stehen lässt. Klar, hier spielt ein Spieler, der ja bei Paris Saint-Germain gespielt hat, ausgebildet wurde, plötzlich gegen den Oberligisten. Da sollte man schon einen Unterschied erkennen. Den erkannte man in diesen
Sprintduellen auch. Was mir bei ihm so ein bisschen fehlt, ist diese Galligkeit, ja, an den Ball zu kommen zu wollen, damit was zu machen. Also fällt mir kein Beispiel jetzt ein, welcher Spieler mir da eh nicht in Anführungsstrichen negativ aufgefallen wäre in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Es ist halt einfach so, du hast das Gefühl, der bringt alles mit und er müsste noch eine kleine Schippe draufpacken, dann schießt er in diesem Spiel hier gegen Ilshofen irgendwie, weiß ich nicht, 4 Tore. So geht er halt als Offensivspieler bei einem 7-3 ohne eigenen Torerfolg vom Platz. Und das mache ich in dem Spiel zumindest so ein bisschen an dem fest, dass er in diesen entscheidenden Momenten mir nicht gallig genug ist. Also das weiß ich nicht, ob das einfach so seiner spielerischen Art entspricht, dass es immer so ist, oder ob das halt einfach nur ein schlechter Tag war von ihm. Aber ja, war ich etwas enttäuscht, ohne das jetzt zu hoch hängen zu wollen. Ja, und ansonsten war das halt einfach ein unterhaltsames Spiel, logischerweise, wenn es 7-3 ausgeht. Jan Thiemann könnte man noch hervorheben, der 2 Tore erzielt hat. Ja, aber das freut mich ja total, ne? Ja. Also nach seiner ewigen Verletzungshistorie und dann irgendwie neuer Vertrag, 2. Mannschaft, und jetzt ist er irgendwie echt wieder am Kicken und da macht er 2 Tore und ja, und vielleicht sehen wir ihn ja dann tatsächlich wieder eines Tages in der ersten Mannschaft. Also das hat mich schon sehr gefreut, ihn auf dem Scoreboard zu sehen und dann gleich doppelt. Ja, auf jeden Fall. Also man freut sich für ihn mit dieser Vergangenheit 1 Jahr komplett raus. Also sogar länger, 2 Jahre waren es ja eigentlich. Ja. Ja, da freut man sich, keine Frage. Man erkennt auch sofort, dass der Junge für mehr berufen ist als für die Oberliga. Ob es jetzt bei uns dann wirklich nochmal für den Profikader reicht, wird sich zeigen. Aber wenn er so regelmäßig trifft, oder anders, wenn er weiterhin regelmäßig trifft, dann warum nicht? Ja, also möchte ich nicht komplett ausschließen, aber für ihn ist es natürlich jetzt wichtig, erstmal gesund zu bleiben, ja, und möglichst viele Einsatzminuten zu bekommen. Ich möchte noch Florian Kleinhansel erwähnen, der 3 Tore vorbereitet hat und insgesamt auch ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt hat für unsere 2. Mannschaft. Und ich glaube, dann würde ich hier den Themenblock 2. Mannschaft schon schließen wollen. Achso, natürlich muss ich noch erwähnen, dass Sven Mislintat, Moment, den habe ich nicht gesehen, Thomas Hitzesberger und Tim Walter? Tim Walter, genau. Der Name ist mir entfallen. kann passieren. Muss nur auf die Uhr gucken, dann fällt es mir wieder ein. Der hat sich das Spiel mit Hitzesberger zusammen angeguckt. Die beiden saßen im Schatten, beziehungsweise Thomas Hitzesberger stand und Tim Walter hat sich auf die Treppe gesetzt, hat sich das Spiel angeschaut. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, wirklich für diese Mannschaft, für diese Spieler, die jetzt von der ersten Mannschaft aushelfen müssen, in der 2. Mannschaft, dass sie merken, mein Trainer ist da, schaut sich das an, interessiert sich dafür. Ich werde hier praktisch nicht geparkt, damit ich ja keinem auf den Sack gehe, sondern man möchte mir hier die Möglichkeit geben, mich weiterzuentwickeln. Und du hattest auch das Gefühl, dass ein Massimo ja einfach den Leuten zeigen möchte, ich bin kein Oberligist, sondern oder kein Oberligaspieler. Ich bin ein Spieler, der für Höheres berufen ist und ja, gefällt mir. Das ist immer ein gutes Statement, wenn ja dann einfach wichtige Personen des Vereins sich dann auch dieser 2. Mannschaft etwas ja, Zeit nehmen und sich das Ganze angucken. So, ich komme mir gerade so ein bisschen durcheinander, weil ich gerade suche, wer die Tore für unsere U19 geschossen hat, denn darüber wollte ich auch noch ganz kurz sprechen. Möchte ich nicht unerwähnt lassen, ich bin ja ein kleiner Fan geworden dieser U19. Nicht, dass ich die früher überhaupt nicht beobachtet hätte, aber ich muss ganz ehrlich sein, die letzte Saison, die war richtig cool mitzuverfolgen, natürlich mit dem Höhepunkt dann das Meisterschaftsfinale in der Mechatronik Arena, und da habe ich mir geschworen, du wirst diese Mannschaft oder beziehungsweise die U19 jetzt nicht mehr so schnell aus den Augen verlieren, sondern wirst da so ein bisschen drauf achten, was bei den Jungs passiert, und dann kann ich sagen, die haben ihr 2. Meisterschaftsspiel gewonnen mit 1-2 in Offenbach. Der von uns, glaube ich, mittlerweile sehr geschätzte Lilian Egloff hat das entscheidende Tor geschossen in der 84. Minute zum 2-1. Und ja, die 2. des VfB findet sich aktuell, natürlich erst nach 2 Spieltagen, aber aktuell auf Platz 3 wieder hinter Bayern München und Mainz 05. Und ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, gegen wen wir als nächstes spielen. Genau, das ist nämlich mein Problem. Die ganze Zeit, ich suche das hier nebenbei raus und finde. Ich kann dir auch nicht helfen, aber ich könnte noch kurz ergänzen, dass der Trainer der VfB U19 natürlich wieder Nico Willig ist. Mhm. Ja, das finde ich relativ cool, dass diese Wiedereingliederung bei ihm in den Jugendspielbetrieb relativ reibungslos geklappt hat. Also das
wichtig, dass wir den beiden. Absolut, also richtig. Hat keinen Schaden dran genommen, dass der VfB abgestiegen ist. Komm, solange ich mir überlege, gegen wen die U19 spielt, verrate ich noch, gegen wen als nächstes die zweite Mannschaft antreten muss. Und zwar am Samstag, 24.08. um 18 Uhr beim FC Villingen. Ja, die sind aktuell Letzter und haben bislang null Punkte. Also ja, doch, die hauen wir weg. Da ist doch Luft da oben. Bin mal gespannt, ob wir dann zwei stehen. Nein, man muss dem Gegner natürlich immer Respekt zollen. Ja, das kann schnell in die Hose gehen. Aktuell der VfB 2 nach 3 Spieltagen übrigens auf Platz 3 mit 6 Punkten hinter Göppingen, die bislang alles gewonnen haben, und Neckarsulm, die auch ungeschlagen sind, allerdings nur 7 Punkte geholt haben. Also die zweite Mannschaft, die könnte schon ein bisschen Spaß machen. Also schaut da mal vorbei. Es dürfte sich lohnen. Und jetzt habe ich auch herausgefunden, gegen wen die zweite Mannschaft spielt. Und zwar am Sonntag, 25. August in Frankfurt. Also das wird wahrscheinlich dann jetzt für die wenigsten Optionen sein. Obwohl, wir hatten ja einen Anrufer aus Frankfurt. Vielleicht möchte der da hingehen. Ja, also die U19 des VfB Stuttgart. Am Sonntag, 13 Uhr, gegen die U19 der Eintracht aus Frankfurt. Gut, dann kommen wir noch zu einem vereinspolitischen Thema, das wir am Rande noch anreißen möchten. Und zwar hat sich Klaus Vogt, der Gründer des FC Fair Play, aus der Deckung gewagt, so möchte ich es mal sagen, und hat seinen Hut in den Ring geworfen. Er möchte Präsident des VfB Stuttgart werden und ist damit nach Herrn Klopfer der Zweite, der das öffentlich kundtut und auch ernst zu nehmen ist, muss man sagen. Ja, der FC Playfair, falls ihr diese Organisation oder beziehungsweise diesen Verein noch nicht kennt, das ist ja ein Verein für Integrität im Profifußball. Das klingt eigentlich schon mal sehr gut, wenn der Gründer sich dann als Präsident beim VfB bewirbt, weil man möchte ja eigentlich genau das. Und ich habe ein paar Zitate rausgesucht. Zum Beispiel sagte Klaus Vogt in einem Interview: Immer nur zu reden ist zu wenig. Ich will versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass der VfB die Menschen wieder zusammenbringt und die VfB-Werte wieder gemeinsam gelebt werden. Sebastian, hast du schon mal Kontakt gehabt zu Klaus Vogt? Wenn ja, was ist das für ein Typ? Wenn nein, was weißt du über Klaus Vogt? Ich habe mit Klaus Vogt tatsächlich noch nie persönlich gesprochen, aber ich finde es total großartig, dass sich bisher mit dem Herrn Klopfer und mit dem Herrn Vogt zwei Männer aus der Defensive gewagt haben und um das Amt des VfB-Präsidenten kandidieren, den ich vermutlich meine Unterschrift oder meine Stimme geben würde. Also das finde ich relativ cool, und jetzt muss man halt gucken, ne? Weil der Vereinsbeirat kann ja, glaube ich, maximal zwei Personen vorschlagen für die Wahl. Und die Frist endet meiner Meinung nach am 15. September, also wir haben noch gut 3 Wochen. Wer sich da noch so aus der Deckung wagt, und dann muss man mal gucken. Aber sowohl mit dem Herrn Klopfer wie auch mit dem Herrn Vogt könnte ich, glaube ich, leben. Also wir haben bislang 2 Kandidaten und beide sind für mich okay. Ja, und mal gucken, wer jetzt noch kommt, und mal gucken, wen der Vereinsbeirat vorschlägt, weil, wie gesagt, nur weil sich die beiden aus der Deckung gewagt haben, heißt das noch lange nicht, dass die beiden auch zur Wahl stehen. Also das muss der Vereinsbeirat entscheiden. Das ist so sozusagen das Nadelöhr. Und dann gucken wir mal weiter. Aber bislang erscheint mir das relativ positiv. Er wäre nach eigenen Angaben ein Präsident, der eher im Hintergrund steht, Hüter der VfB-Werte und somit Vertreter aller Mitglieder und Fans. Das schreibt er sich dann letzten Endes auf die Fahne. Und das ist ja eigentlich auch lobenswert, klingt ganz gut. Er meinte außerdem: Ich glaube, dass etwas mehr Fairness und Fan-Mitbestimmung dem Fußball und dem VfB nur gut tun würde. Auch da würden wir, glaube ich, einen Haken dahinter machen. Und auch hinter einer weiteren Aussage würden wir einen Haken machen. Er meint nämlich, dass die Fußball-Fankultur in Deutschland ein schützenswertes Kulturgut ist. Also auch das sind ja alles Aussagen,
kriege ja leicht Herzen ins Auge. Also, ja, vielleicht der, oh, wie nennt man denn das Emoji bei WhatsApp oder wo die benutzt genau, werden? Herz-Emoji. Emoji, Herzleraugen. Ja. Ach, Herzleraugen. So, ah, ist es so? Ja. Ein schwäbischer Erfinder vielleicht. Aha. Herzleraugen. Ja, gut. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Ein schwäbisches Emoji, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Herr Vogt muss, glaube ich, auch noch ein paar Unterschriften sammeln. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er große Probleme haben wird. Ja, also, ich glaube, was braucht er? 50 oder 100 oder so? 50. Also, zur Not. 50, glaube ich, ne? Also zur Not unterschreiben wir noch für ihn. Ja, und aber ich finde es halt gut, dass der Vereinsbeirat dann zum 15. Dezember, also 15. September ist ja, glaube ich, Deadline für die Kandidaturen. Und irgendwann musste halt dann der Vereinsbeirat sagen, wer von den Kandidaten, also welche zwei der Kandidaten dann wirklich zur Wahl stehen. Und ich fände es halt toll, wenn das halt eine wahnsinnig schwierige Wahl wird, also für den Vereinsbeirat und auch für uns, denn dass wir zwei Kandidaten haben, unter denen wir wirklich schwer entscheiden können, das wäre ein komplettes Novum für uns VfB-Fans, ne? Weil bei der letzten Präsidentenwahl hatten wir genau einen Kandidaten, den irgendwie alle nicht wollten. Also insofern, ja, es geht in die richtige Richtung. Es sieht gut aus. Wir hoffen, dass es dann auch gut wird. Gut, Transfer-Update. Auch das wollen wir euch nicht vorenthalten. Wird diesmal nicht so lang, weil es beruhigt sich aktuell. Ich bin gespannt, ob das nächste Woche nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Am 2. September schließt ja das Transferfenster und dann haben wir die Rubrik erstmal los, Transfer-Update. Und ich würde oder hätte kein Problem damit, wenn da jetzt nicht großartig noch Abgänge hinzukommen würden, außer der ein oder andere, über den wir gleich sprechen. Bevor wir jetzt hier über Gerüchte und auch vollzogene Transfer sprechen, ist mir ein Tim-Walter-Zitat bei der Pressekonferenz vor dem St. Pauli-Spiel nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und zwar sagte er, es ist gut, dass wir viele neue Spieler haben. Es ist wichtig, unsere Ziele unvoreingenommen anzugehen, ohne Belastung aus der Vorsaison. Es war wichtig, die Erlebnisse aufzuarbeiten, vorgeprägte Spieler noch mehr zu sensibilisieren oder ihnen zu sagen, dass es besser ist, wenn sie gehen. Das ist ja schon eine Ansage, möchte ich mal sagen, und lässt auch, glaube ich, tief blicken. Vielleicht ist nicht so sehr, dass Tim Walter mit dem Kader der letzten Saison wenig anfangen konnte, sondern dass vielleicht auch dann eben Thomas Hitzesberger, der den einen oder anderen kannte, vielleicht dann doch schon in Richtung Mislintat und auch weiter signalisiert hat, mit dem oder dem anderen machen wir lieber nicht weiter. Schon ein bemerkenswertes Zitat von ihm, oder? Ja, absolut. Ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, dass man manche Kaderentscheidungen getroffen hat, die sehr risikoreich waren. Ne? Also jetzt nehmen die Rechtsverteidigerposition, da spielt jetzt Pascal Stenzel, aber ein Andy Beck als Backup, der wäre halt nach wie vor sinnvoll. Aber du hast dich halt bewusst von ihm getrennt, weil du gesagt hast, hey, wir wollen halt alte Strukturen aufbrechen, alte Zöpfe abschneiden. Wir wollen halt einfach da so ein Wechsel des Mindsets einfach bewirken. Und das ist ja auch durchaus legitim. Es geht halt mit einem gewissen Risiko anheim, aber es ist halt völlig okay. Und diese Linie hat man durchgezogen und das ist für mich völlig okay. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass Tim Walter mal, ich verkürze das jetzt, gesagt hat, dass er mit Andy Beck nicht allzu viel anfangen kann. Nee, und denn man sieht ja auch gleich im ersten Saisonspiel, wenn du siehst, was Gregor Kobel halt im Tor spielen muss mit irgendwelchen kurzen Abstößen und Doppelpässen und so weiter, das hätte halt dann Ron-Robert Zieler, glaube ich, nicht gewollt oder nicht gemacht und so weiter. Und insofern ist auch die Trennung von ihm total folgerichtig. Ne? Also das scheint schon alles relativ logisch und jetzt muss das halt noch mit nachhaltigen sportlichen Erfolg hinterfüttert werden und dann passt das auch für uns Fans. 11 Absteiger stehen aktuell noch in unserem Kader. Jens Grahl, Emiliano Insua, Holger Badstuber, Marc-Oliver Kempf, Borna Sosa, Santiago Ascasiba, Gonzalo Castro, Daniel Didavi, natürlich Nico González, Mario Gomez und Tassos Donis. Der dürfte den Verein wohl noch verlassen. Aktuell heißt es, dass Frankfurt an ihm dran sei. Sebastian, wir haben das ja hier schon mehrfach besprochen. Nach unseren Informationen ist Frankfurt nicht erst seit heute, gestern oder seit letzter Woche an Tassos Donis interessiert, sondern das geht schon seit Mai so. Es wirkt auf mich ein Stück weit so, als ob Frankfurt sich Donis immer so ein bisschen warm hält. Und das Interesse ist zwar da, aber man macht nicht so wirklich Nägel mit Köpfen.
Sven Mislintat hat, glaube ich, jetzt auch gesagt, es liegt kein konkretes Angebot vor für Tassos Donis. Deutet so ein bisschen darauf hin, dass man zwar hier und da verhandelt, aber es gibt halt einfach nichts Konkretes. So, jetzt hat Tim Walter nach dem St. Pauli-Spiel gesagt, da war Tassos Donis ja nicht mal im Kader, das hatte keine sportlichen Gründe. Ja gut, es könnten natürlich dann auch disziplinarische Gründe sein, fällt mir gerade auf. Aber das hätte er wahrscheinlich dann gesagt. Ja, also bei Donis sieht es danach aus, dass er definitiv den Verein verlässt. Ob es dann Frankfurt wird, müssen wir abwarten. Ja, aber er wird sehr wahrscheinlich nicht mehr für den VfB spielen. Also es würde mich wirklich überraschen, wenn er am 3. September noch beim VfB auf der Payroll steht, wenn man das so sagt. Ja, ich finde es halt brutal schade, ne? Also wenn wir halt darüber reden, dass unser Mittelfeld halt auf den Außen mit Ascasibar und Gonzalez vielleicht ein bisschen zu wenig Dynamik hat, dann denkst du, hey, und wenn du halt irgendwie einen Donis halt irgendwie hinkriegen würdest, dass der halt in dem Mannschaftsgebilde funktioniert, dann zerspielt dir der halt vermutlich jede Zweitliga-Defensive, ne, weil er halt das Potenzial hat. Aber das hat halt keiner der VfB-Trainer hinbekommen. Und dann muss man schon sagen, okay, dann ist es vielleicht das Beste. Man verkauft ihn für ein paar Millionen und dann geht er halt nach Frankfurt, kriegt halt irgendwie ein neues Trikot, da steht halt hinten drauf dann nicht Donis, sondern Donic, und dann macht er halt 10 Tore und 12 Assists, so wie Kostic, und wird dann halt irgendwann dann für 40 Millionen irgendwo anders hin verkauft. Ja, aber nee, ist ja so, ne? Aber es scheint ja in Stuttgart nicht zu funktionieren. Also Donis ist für mich halt schon so ein bisschen Maxim 2.0 einfach. Also hoch veranlagt, könnte funktionieren, aber nicht bei uns. Zu Donis habe ich den besten Tweet, glaube am Samstag gelesen. Umso häufiger Donis nicht spielt, umso besser wird er. Und ja, absolut, ja. Das ist auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, dass ja, aber Donis, das war ja, ist ja wie bei Maxim, ne? Da fragst du immer, wenn er nicht spielt, dann sagst, hey, bring doch den Maxim, und dann spielt er, und denkst du irgendwie, okay. Nee, aber das ist ja genauso bei Donis, ne? Du denkst immer, hey, der könnte das irgendwie alles auseinanderspielen, aber wenn er dann spielt, schafft das dann meistens doch nicht. Trotzdem, er ist halt so ein Unterschiedsspieler, und ich glaube halt vor allen Dingen in der zweiten Liga, und wenn du ihn hinkriegen würdest, dass er funktioniert, dann wäre er Gold wert, aber ich glaube auch, das schafft nicht mal Tim Walter. Und wenn du halt für irgendwie einen respektablen Betrag irgendwie verkaufen kannst nach Frankfurt oder einen anderen Bundesligisten, ja, dann mach es halt einfach, klar. Ja, da werden wir das Ganze weiter beobachten und dann ja spätestens in weiß jetzt gar nicht, in 2 Wochen wissen, ja, wo die Reise hingeht, genau. David Grötzinger ist auch noch jemand, der wohl mit einem Wechsel liebäugelt. Auch darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Da steht dann wohl noch ein Profivertrag ins Haus und dann eine Leihe möglicherweise nach St. Gallen. Das ist zumindest das, was die Stuttgarter Nachrichten zuletzt herausgefunden haben wollen. Ich habe David Grötzinger vor dem Spiel gegen St. Pauli gefragt. Da konnte ich ihn vor dem Stadion treffen, wie es bei ihm weitergeht. Er meinte, weiß er noch nicht so 100%. Hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn er irgendeinem Fremden gesagt hätte, ja, nee, da ist alles Ding. Hey Ricky, ich gehe nach St. Gallen. Ja, also von daher weiß ich jetzt nicht, ob die Aussage euch so viel bringt. Ich kann euch nur sagen, David Grötzinger ist ein richtig sympathischer, netter, junger Mann, der sich da wirklich Zeit genommen hat, um mit mir so ein bisschen zu quatschen, auch leuchtende Augen bekommen hat, als ich gefragt habe, wieso die Zusammenarbeit mit Tim Walter ist. Also da war er offensichtlich sehr angetan. Das kann man fast so gut gar nicht spielen. Das war fast schon ein leichtes Verliebtsein, möchte ich sagen. Außerdem ist er aktuell so ein bisschen angeschlagen, deswegen auch nicht aktiv für die zweite Mannschaft und auch keine Option für den Kader der ersten Mannschaft. Also nur, dass da nicht irgendwie der Eindruck entsteht, der David Grötzinger wäre komplett raus oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der ist schon für den VfB irgendwo auf dem Zettel. Und diese Leihe, da haben wir ja schon drüber gesprochen, würde mit Sicherheit auch Sinn machen. Zweite Liga, dritte Liga, das sind so die Stationen, die vielleicht auch interessant sein dürften für David Grötzinger. Ein anderes, aus meiner Sicht dann doch großes Talent, Umut Günnes hat den VfB verlassen. Wurde ja letzte Saison mit der U19 noch deutscher Pokalsieger. Stand auch in der Startelf der Finalmannschaft der U19 gegen Dortmund. Und war ja zuletzt bei der U21 aktiv. Aber ja, die Oberliga reicht natürlich für Umut nicht, völlig nachvollziehbar. Und er wechselt jetzt nach Alanyaspor. Und ja, man kann ihm nur viel Glück wünschen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, den man vielleicht nicht ganz aus den Augen verlieren sollte.
Bisschen schade, dass er jetzt den Verein verlässt, aber ja, Oberliga, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass er da keinen Bock drauf hat. Ja, und wenn du dann irgendwie noch türkische Wurzeln hast, ne, dann, und da kommt ein Angebot rein, dann ist das, glaube ich, ja, relativ easy, dann da Ja zu sagen. Absolut nachvollziehbar. So, abschließend noch eine gute Meldung. Das nehme ich mir jetzt immer vor, dass ich einen schönen Rausschmeißer habe für euch. Für alle Zocker in dem Fall. Ja, FIFA 20 wird im September wieder erscheinen. Und bislang musste man ja immer mit so merkwürdigen Arenen spielen, die weit entfernt waren von der eigentlichen Schönheit des Neckarstadions. Und das Coole ist, bei FIFA 20 wird es das Neckarstadion geben. Ja, also es wurde jetzt dann komplett, weiß nicht, wie nennt man das, abgefilmt oder keine Ahnung, wie die Technologie bezeichnet wird, die dafür sorgt, dass es möglichst realistisch im Spiel dargestellt wird. Aber ja, also ist auf jeden Fall, denke ich mal, für die meisten VfB-Fans, die FIFA sich regelmäßig kaufen und dann auch zocken, ganz nice, wie ihr jungen Leute sagt, zu wissen, dass es jetzt das Neckarstadion gibt. gut. Besser wird es nicht mehr. Schönere Nachrichten habe ich auch nicht mehr zu verteilen, Sebastian. Es war mir wie immer ein Fest. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, lass mal gucken. Wir haben St. Pauli, da haben wir, glaube ich, irgendwie 2 Stunden drüber gesprochen. Der hat den Wink mit dem Zaunpfahl jetzt nicht verstanden. Du solltest natürlich sagen... Da, und dann haben wir DFB-Pokal und VfB 2. Nee, wir haben alles. Alles super. Na gut, eigentlich solltest du jetzt sagen, weiß ich nicht, wenn... allerdings irgendwas von uns vergessen wurde, dann ruf doch an. 0711 also für Stuttgart. Nee, wollte ich gerade sagen. Aber hast du eigentlich schon erwähnt, dass man uns jetzt noch anrufen kann? Nein, das wiederhole ich natürlich gerne ja, nochmal für alle, die es verpasst haben. 0711 für Stuttgart. 25 28 8918. Das ist die STR-Mailbox. Offen für Kritik, Fragen, Anregungen und am liebsten natürlich für eure Meinungen dann zu laufenden Spielpartien, also zu Partien des VfB Stuttgart. Was übrigens auch mal sehr cool wäre, solltet ihr am Freitag auswärts mit dabei sein, ja, und in Aue unsere Mannschaft unterstützen, ruft doch einfach mal an. Ihr müsst doch nicht mal was sagen, ihr könnt auch einfach nur das Telefon in den Block halten oder so. Also ja, macht das ruhig mal. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es diese obligatorischen KSC-Wortbeiträge regelmäßig gibt. Also es brauchen jetzt nicht 20 Leute anrufen, die mir sagen, dass der KSC scheiße ist, aber einer, da hätte ich gar nichts dagegen. Gut, dann sind wir durch, Sebastian, oder? Ja, genau, noch ein technischer Hinweis. Wir sind ja wirklich immer noch daran, die Tonqualität zu optimieren. Und ich habe ja heute Abend zum ersten Mal quer durch die ganze Wohnung ein LAN-Kabel gespannt. Und ich habe jetzt den Ricky auch zum ersten Mal ohne irgendwelche Aussetzer verstanden. Nachdem es nach der letzten Folge so ein paar Kritiken gab bezüglich der Tonqualität, würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch dieses Mal zur Tonqualität äußern würdet und wenn es geht, irgendwie positiv. Weil also für mich klang es dieses Mal auf jeden Fall besser. Und wenn ich für euch auch dieses Mal besser klang, dann hinterlasst diese Meinung irgendwo. Und falls nicht, dann müssen wir weiterhin basteln. So sieht's aus. Aber zum ersten Mal hat der Sebastian mich verstanden und gemerkt, ja, wie viel ich hier eigentlich rede. So. Ich habe jedes Wort verstanden. Großartig. Also übrigens, ich kann noch eins anführen und es ist ja einfach schon gang und gäbe, dass wir nie einen Punkt finden. Ich dachte, diese Ausgabe, jetzt mal, du wirst jetzt schmunzeln, aber ich war mir sicher, wir werden weit unter 2 Stunden landen. Irgendwo bei, dachte so 70 Minuten. Aber irgendwie haben wir es wieder nicht geschafft. Ja, wo sind wir gerade? Ich will es gar nicht wissen. zweieinhalb Stunden. Ich glaube, wir haben die 2 Stunden schon wieder gerissen, oder? Es ist unglaublich. Und ich glaube, es gibt ja einige User und einige Hörer, wie ich über die sozialen Netzwerke vernommen habe, die finden das gar nicht so schade, weil sie laufen oder lernen oder irgendwas anderes machen und sie freuen sich drüber, wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Also ich gehe davon aus, dass spätestens mit dem Ende der Transferperiode wir zumindest mal wieder unter 2 Stunden kommen. Also das schaffen wir. Ja, das müssen wir auch schaffen. Also es ist ja dann auch irgendwann mal langweilig. Aber wenn es so tolle Anrufe gibt, dann reden wir natürlich auch gerne drüber. Gut, wenn ihr uns irgendwo im Internet erreichen wollt, dann könnt ihr das im Falle von Sebastian auf Twitter am besten tun. Unter @butze ist er da ansprechbar und man kann ihm sogar folgen. Also das ist interessant. Klickt da drauf. Natürlich auch @vertikalpass, vertikalpass.de mit den legendären und wunderschönen Vertikal-GIFs nach jedem Spiel des VfB Stuttgart, sehr zu empfehlen.
Mich findet man unter @RickyPalm auf Twitter und diesen Podcast @VFBSTR. Außerdem gibt es natürlich noch Instagram und Facebook. Auf Facebook findet ihr diesen Podcast unter VF3STR und auf Instagram findet man uns unter VFBSTR. So, jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Sebastian, ich danke dir für die Zeit, die du dir mal wieder genommen hast und ja, wünsche uns allen ein erfolgreiches Auswärtsspiel in Aue. Genau, bis in wenigen Tagen. Also der Anschluss ist nicht mehr lange hin.